Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung des Wissenstransferzentrum Ost, kurz WTZ Ost. Mein Name ist Lisa Retschnick und gemeinsam mit meinen Kollegen und Kolleginnen Daniel Dörler, Florian Heigl und Astrid Neumann bin ich eine der Organisatorinnen des heutigen Workshops. Und wir im WTZ Ost sind wir als Vertreterinnen der Universität für Bodenkultur Wien zuständig für die Organisation und die Durchführung von Workshops zum Thema Open Science Tools, sprich Anwendungen, die es ermöglichen, offene und transparentere Wissenschaft durchzuführen. Diese Anwendungen sind dabei aber nicht nur professionellen Wissenschaftlerinnen vorbehalten, sondern sind in vielen Fällen auch von Personen ohne professionellen wissenschaftlichen Hintergrund einsetzbar. Und bevor wir nun aber zu dem Thema der heutigen Veranstaltung übergehen, möchte ich noch kurz ein paar Worte zum WTZ Ost sagen. Das Projekt Wissenstransferzentrum Ost fördert den Wissens- und Technologietransfer in allen seinen Dimensionen. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Forschungsergebnisse, neue Erkenntnisse, Technologien, Erfindungen und auch Know-how nicht nur innerhalb der beteiligten Hochschulen zusammenzuführen, sondern auch für unsere Gesellschaft, der Wirtschaft und natürlich auch der Politik zugänglich zu machen. Das Wissenstransferzentrum Ost besteht aus allen 9 Wiener Universitäten und 3 Fachhochschulen in Wien und Niederösterreich und damit repräsentiert das WTZ Ost alle akademischen Disziplinen. Von der Natur- und den Lebenswissenschaften über Technik und Medizin bis hin zu Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften und natürlich auch den Künsten. Finanziert wird das WTZ Ost durch die AWS aus Mitteln der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung. Damit geht es zur heutigen Veranstaltung. Die heutige Veranstaltung findet unter dem Überthema Open Science und Klima statt und trägt den Titel Copernicus, Europas Satellitendaten für die eigene Klimaforschung einsetzen. Organisiert wurde diese Veranstaltung gemeinsam mit Austrian Space, gefördert durch das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, kurz BMK. Und Copernicus ist das europäische Erdbeobachtungsprogramm, welches die im Programm gesammelten Daten offen zur Verfügung stellt und damit viele Anwendungsmöglichkeiten bietet. Im ersten Teil der Veranstaltung geht es nun darum, einen ersten Einblick in Copernicus zu geben und die breiten Anwendungsmöglichkeiten der offen verfügbaren Daten darzustellen. Eine Reihe von Vortragenden präsentieren anhand ihrer Projekte ausgewählte Werkzeuge, die für die Klimaforschung interessant sind. Copernicus ist zwar ein sehr komplexes Netzwerk an Daten, Algorithmen und Tools, aber die Expertise in Österreich zu Copernicus ist sehr groß und ich glaube, ich spreche für alle Beteiligten, wenn ich sage, dass die Kooperationsbereitschaft ebenfalls sehr hoch ist und natürlich gerne neue Projektideen mit ihrer Erfahrung unterstützt werden. Die Vortragenden sind Christian Fuchs vom BMK, Edward Comenblatt vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage, Thomas Nagler, CEO von Envio, Wouter Dorigo von der TU Wien, das Institut für Geodäsie und Geoinformation, Markus Imitzer von der Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Geomatik und Martin Sudmans von der Universität Salzburg, Fachbereich Geoinformatik. Der erste Teil wird bis ca. 14.30 Uhr gehen und nicht, wie fälschlicherweise in dem E-Mail heute angekündigt, bis 15.30 Uhr. Und direkt im Anschluss danach wird der zweite Teil der Veranstaltung stattfinden, der Workshop, für den alle Angemeldeten einen extra Zoom-Link bekommen. Und in dem zweiten Teil wird die Toolbox CentoCube.at vorgestellt und die Teilnehmerinnen haben auch die Möglichkeit, den direkt anzuwenden. CentoCube unterstützt die Bildanalyse von Satellitendaten für benutzerbestimmte Regionen und Intervallen. Und anhand eines Beispiels wird gezeigt, wie diese Daten für die eigene Forschung verwendet werden können. Somit übergebe ich an meine Kollegin Astrid, die sie durch den Vortragsteil führen wird. Vielen Dank, Lisa, für diese einleitenden Worte. Mein Name ist Astrid Neumann. Ich bin Mitorganisatorin des heutigen Workshops und auch ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei den Vortragenden
bedanken einerseits und andererseits auch für Ihr Interesse. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und damit stelle ich auch schon unseren ersten Vortragenden und Mitorganisator Christian Fuchs vor. Christian Fuchs ist der Manager des Austrian in Space Programs und Copernicus-Koordinator im Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Und er wird uns eine Übersicht über das Copernicus-Programm geben und Austria in Space kurz vorstellen. Bitte, Christian. Ja, vielen Dank, Astrid. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja, also bitte kurz nur mein Zeichen, ob das mit dem Mikrofon alles funktioniert, weil ich musste nämlich übers Handy einsteigen, weil mein Laptop leider heute kurzfristig den Geist aufgegeben hat. Also kurz ein Zeichen, ihr hört mich, super, perfekt, perfekt. Vielen herzlichen Dank. Danke für die großartige Organisation. Ich bedanke mich auch bei allen Sprechern, die nach mir noch kommen, dass sie Zeit gefunden haben, uns heute einzuführen ins Copernicus-Programm und in all die Möglichkeiten, die das bietet für die Klimaforschung. Weil jetzt Austrian Space sehr oft erwähnt worden ist. Also ich bin vom BMK, vom Weltraumministerium, dort in der Abteilung für Weltraumangelegenheiten. Und Austrian Space ist sozusagen die Plattform, wo wir die österreichischen Space-Aktivitäten darstellen. Also Sie können gerne uns auf unserer Webseite besuchen und auch Social Media haben wir, Twitter, LinkedIn. Da kann man sich informieren darüber, was sozusagen aktuell passiert im Weltraum. Nächste Slide bitte. Ja, nur um kurz den Rahmen zu zeigen, die EU hat seit 2021 ein eigenes Weltraumprogramm. Copernicus und Galileo, was man in der linken Säule sieht, gibt es schon sozusagen 7 Jahre länger davor. Und das ist jetzt zusammengefasst worden, diese 4 Komponenten unter dem Dach EU-Weltraumprogramm und auch mit einem entsprechenden Budget ausgestattet für die nächsten 7 Jahre. Nächste Slide bitte. Genau, das ist im Prinzip dann die Übersicht vom Copernicus-Programm, wo man eben sieht, es hat schon 2008 begonnen mit ersten Vorbereitungsaktivitäten und ist eben im Rahmen vom Framework-Programm 6-7, Horizon 2020 und jetzt auch Horizon Europe gibt es entsprechende Calls zu Copernicus und eben seit 2014 auch das eigene Copernicus-Programm, was auch entsprechend dotiert ist, wie man das sieht, mit bei dem orangen Pfeilen. Also ich will da jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, sondern einfach nur sagen, es ist sozusagen ein Programm, das von der EU getragen wird, das mit entsprechend Budget ausgestattet ist und das sozusagen auch langfristig angelegt ist. Also man kann sich darauf verlassen, wenn man Copernicus-Daten nutzt, dass die auch in Zukunft noch in hoher Qualität oder sogar immer besser werden in der Qualität und Auflösung verfügbar sein werden. Nächste Slide. Ja, ich glaube, da gehe ich jetzt gar nicht genauer drauf ein. Das ist sozusagen zeigt, wie viele Organisationen auch beteiligt sind und was die Komponenten sind von Copernicus. Wir werden danach die Präsentationen auch zur Verfügung stellen. Dann kann sich das jeder genauer anschauen. Man sieht dann da zum Beispiel von ICMWF kommt dann nachher dann noch der Kollege, sieht man, ICMWF ist für 2 von 6 Services in der Mitte verantwortlich von Copernicus. Nächste Slide, bitte. Ja, da wollte ich darstellen, dass eben die Weltraumdaten einen sehr breiten Einsatzbereich haben, also ob es um die Überwachung von den COP21-Zielen geht, Kartierung von Klima- und Umweltveränderungen, die Umsetzung der EU-Landwirtschaftspolitik und viele, viele andere Bereiche. Nächste Slide bitte. Dankeschön. Ja, was sicher heute eine große Rolle spielen wird, ist die Möglichkeit, dass man aus dem Copernicus-Programm die essentiellen Klimavariablen ableiten kann. Ich meine, damit sind Sie sicher bestens vertraut und die fließen ja auch immer in den IPCC-Berichten ein. Aber dass sehr oft eben die Quelle, die Satelliten aus dem Copernicus-Programm sind, ist meistens nicht besonders bekannt. Und ja, nächste Slide bitte. Genau, jetzt möchte ich kurz darstellen, wie es aufgebaut ist, das Programm. Danke, nächste Slide. Also Copernicus besteht aus 6 verschiedenen Satellitenfamilien, die mit unterschiedlichen Sensoren und Instrumenten ausgestattet sind. Da sieht man im Überblick Sentinel 1, 2, 3, 5, P und 6 sind bereits gestartet und liefern Daten jeden Tag.
die genauen Instrumente und Auflösungen und so weiter gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil das wird zu lang dauern, aber da kann man mal dann sicher einen Überblick verschaffen. Nächste Slide bitte. Genau, das ist ein relativ wichtiges Slide, weil im Gegensatz zu anderen Erdbeobachtungsprogrammen, die es natürlich auch von der USA, von China und so weiter gibt, ist Copernicus nicht nur die Space-Komponente, also die Satelliten, die die Daten liefern, sondern es gibt auch eigene Datenspeicher. In dem Fall haben wir zum Beispiel in Österreich ein eigenes Earth Observation Data Center, das EODC, das ist bei der TU Wien angesiedelt. Und außerdem gibt es eben diese Service-Komponente, wo dann aus den gespeicherten Weltraumdaten, aber auch aus In-Situ-Daten und so weiter Service-Produkte generiert werden. Und wie man dann weiter rechts sieht, also daraus werden dann Informationen, Graphen, Karten etc. generiert, bis hin dann zu wirklich Entscheidungsgrundlagen für die Politik oder für Unternehmen. Und was oben drüber steht, das ASAP, das ist unser nationales Weltraumprogramm. Wenn jetzt im Rahmen vom Copernicus-Programm nicht die passenden Informationsprodukte vorhanden sind, kann man beispielsweise ein Forschungsprojekt in unserem Weltraumprogramm einreichen, um aus diesen Daten die Produkte zu erhalten, die man selbst braucht für seine eigenen Anwendungen. Nächste Slide. Genau, das ist nochmal ein kurzer Überblick. Diese 6 Services sind enthalten im Rahmen vom Copernicus-Programm und all diese Informationen, also sowohl die Satelliten-Rohdaten als auch die Informationsprodukte im Rahmen der 6 Services sind alle unter der Full Free and Open Data Policy kostenlos verfügbar und für jedermann zugänglich. Und man muss sich da einfach wirklich einmal einen Überblick verschaffen. Sie ist einmal erhoben worden vor einiger Zeit und da waren im Rahmen dieser 6 Services, glaube ich, ca. 2000 unterschiedliche Informationsprodukte. Nächste Slide. Nur um einen kurzen Eindruck zu geben, für Österreich natürlich sehr wichtig ist der Land Monitoring Service. Und da sieht man eben, welche Kategorien enthalten sind und sozusagen auch die unterschiedliche Auflösung Global, Pan-European und Local und einige Beispielprodukte, was der Land Monitoring Service enthält. Nächste Slide. Genau, und da habe ich jetzt noch ein paar wirklich konkretere Beispiele, also zum Beispiel Global, denn der Vegetationsstatus im Jahresverlauf kann man sich da anschauen. Und das ist natürlich ein wichtiger Faktor, der sich durch den Eindruck des Klimawandels ändert. Nächste Slide. Genau, oder beispielsweise, das ist, glaube ich, aus dem Korean Land Cover, die Landbedeckung, in dem Fall für Österreich und natürlich für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Umweltagentur, ich glaube, im 3-Jahres-Abstand neu gerechnet und das basiert auf Copernicus-Satellitendaten. Nächste Slide. Ja, und noch einmal sozusagen auf die lokalere Ebene heruntergebrochen, sieht man hier, dass auch zum Beispiel der Humusgehalt und die Veränderung durch die Bewirtschaftung hier im Weinviertel gemessen und gemonitort werden kann. Der Humus ist ja auch ein wichtiger Speicher von CO2, deswegen habe ich das da als eines der Beispiele reingegeben. Nächste Slide bitte. Ja, da sieht man nur, dass das sozusagen verifiziert worden ist, auch am Boden. Man kann auch Sentinel 5b beispielsweise die Luftverschmutzung, in dem Fall Stickoxide, messen. Da hat man dann auch gesehen, während der Lockdowns ist es dann wieder zurückgegangen in den Arealen, wo besonders viel also Stickoxide ausgestoßen werden. Nächste Slide. Der Sentinel 5b misst außerdem auch noch Methanemissionen. Also man kann da beispielsweise Lecks finden in Pipelines. Es ist natürlich wichtig, weil Methan ja 100-mal klimawirksamer ist als wie CO2. Noch eine Slide bitte. Ja, Buschbrände können detektiert werden. Also ich habe da jetzt ein bisschen, man sieht schon ein Sammelsurium von Beispielen mitgebracht, Abschmelzen von Gletschern. Ich wollte nur einen Überblick geben, dass man sieht, es ist wirklich relativ breit, der Anwendungsbereich. Im Detail werden dann eh die Kollegen noch darauf eingehen, die nach mir kommen. Also Gletscher sicher wird sicher der Thomas Nagel einiges dazu sagen. Und zum Climate Change Service vom ICMWF, da sieht man nur, dass es auch zusätzlich zu den 6 schon verfügbaren Sentinel-Familien auch neue Missionen geben wird. Ganz besonders interessant ist sicher der erste, das ist die dezidierte CO2-Mission, wo man dann auch top-down
Treibhausgase messen wird können. Nächste Slide. Genau, und da wollte ich nur kurz nochmal auf das nationale Weltraumprogramm ASAP hinweisen. Das ist, wenn dann sozusagen sich Kooperationen ergeben im Nachgang zu diesem Workshop, zu diesem Webinar, ist das sicher das richtige Instrument, dass dann Leute aus der Erdbeobachtungs-Community, auch mit Forschern aus der Klima-Community zusammenarbeiten können und im Rahmen von unserem nationalen Weltraumprogramm auch einen Förderantrag stellen können, wo Copernicus-Daten für die Klimaforschung verwendet werden. Nächste Slide. So, genau, ich komme noch nicht bald schon zum Ende. Da wollte ich nur ein Beispiel zeigen, wo man das sieht. Das ist ein ASAP-Projekt, das heißt Landstats.eo, wo eben auch die BOKU dabei ist und zwei Unternehmen, eben das Earth Observation Data Center und GeoWill und als Bedarfsträger die Statistik Austria, die eben den Vorteil hat, dass sozusagen dann die Landbedeckungsdynamik für das SDG-Reporting basierend auf den Copernicus-Daten ausgewertet werden kann. Nächste Slide bitte. Ja, gibt es noch ein paar Details. Genau, und das ist, glaube ich, meine letzte Slide. Damit wollte ich zeigen, dass Copernicus ein wichtiges Prinzip bei Copernicus ist, dieser User-Driven-Ansatz. Das bedeutet, alles, was im Rahmen von Copernicus gemacht wird, sozusagen vom Design der Satelliten bis hin zu den Services und dann auch den Produkten, die wir national im ASAP auch entwickeln und erforschen lassen, geht es immer darum, dass das etwas ist, was die Nutzer auch wirklich brauchen können. Und deswegen lade ich Sie wirklich alle ein, sich das heute genau anzuhören und auch dann selbst vielleicht zu schauen, welche Dinge man brauchen kann und uns dann auch wieder das Feedback zu geben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also Sie können uns gerne jederzeit, also besonders auch mich natürlich, jederzeit kontaktieren. Ich denke, die Kontaktdaten werden dann eh noch von der Lisa oder den anderen Organisatoren verschickt. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Feedback für uns, weil wir das dann wieder in den entsprechenden Gremien auch einbringen können und die Copernicus-Arbeitsprogramme dann auch darauf ausgerichtet werden können, was die User wirklich für einen Bedarf haben. Genau, ich glaube, das war meine Präsentation. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich bin nicht zu weit über der Zeit und darf dann wieder zurückgeben an die Lisa bzw. die Kollegin, die Moderation übernimmt. Ja, vielen Dank. Wir sind fast perfekt in der Zeit. Also danke für diese tolle Übersicht über dieses sehr umfassende Programm. Was ich noch nicht erwähnt habe, falls es Fragen gibt, wir werden die im Chat und im Fragen- und Antwort-Tool sammeln. Das ist das Symbol gleich links vom Chat-Symbol. Und am Ende, also nach allen Präsentationen, werden die Fragen dann gestellt und beantwortet. And now I switch languages because the next talk will be in English and the next speaker is Edward Comyn-Platt. Edward holds a PhD in physics and astronomy with experience in modeling emissions of methane and other greenhouse gases based on, I lost my notes for a short time, I'm sorry. greenhouse gases based on satellite data and their impact on climate change. He is now working on a software as a software developer at the European Center for Medium Range Weather Forecasts, or short ECMWF, working on the Climate Data Store Toolbox. He will be presenting the Copernicus Climate Change Service, or C3S, and the Climate Data Store. Edward, as I mentioned before, will give his talk in English, but he also speaks German, so please feel free to ask questions in English or German at the end of the session or in the chat and the question answer tool. Please, Edward. Okay, thank you for the intro. I'm gonna give it in English. I apologize for not giving it in German, but we figured it'd be best if I was speaking naturally for the presentation, but I can hopefully answer your questions in German. Okay, so I'm gonna just give a brief intro to the Copernicus Climate Change Service, but I think it was briefly mentioned in the previous talk. The Copernicus Climate Change Service is part of the six sort of prongs of the Copernicus project, where we're looking at various bits of the atmosphere and climate and also the emergency management and security. But the idea is to provide free and open access to
a wider audience than these data sets previously reached. Previously, these were the data sets and the toys of scientists, and we're trying to deliver this to industry and to policymakers to make it much more useful to the world. So the Climate Change Service, we kind of focus on providing information that supports adaptation and mitigation policies, and examples being in the health sector, where we look at the prevalence of mosquitoes and how that may change in a changing climate, or maybe more relevant to Austria is tourism and how the length of the ski season may change. We're already seeing a much shorter ski season and angry skiers on the slopes, apparently, because there wasn't enough snow to share. But they're the kind of questions we're trying to answer. And it's very nice that scientists sort of do the underlying science of what's happening, but sometimes we need the industry and the policymakers to think, what are the questions that we actually want answering? And that's the bridge we're trying to cross. Okay, and the climate data store is essentially the front-facing end of this. This is where all the data that's being created by the various groups around Europe is being hosted, and we're hopefully allowing a new audience access to this data. So we've got sort of four key principles that we work by. We want to make data discovery easy and simple. By that, we mean we want to get rid of all the jargon that surrounds that has historically surrounded this. We remove acronyms as much as possible so that we're talking in human language, not in computer language. We want to provide online capabilities to process the data. This basically means that users don't have to have a special supercomputing facility to process data. They can do the simple computation that they need on our servers and download the end products that's useful for their application. We want to enable reproducible research. Essentially, the dream is that we have all the data and we have the processing facility, which is all controlled by a versioning system. What I mean by that is you can get our data, do some science or some processing of this data, and then publish it somewhere. But then we also make sure that we store all the processing that's been done on the data so that you can demonstrate to other people that this is what I started with, this is what I did, and this is where we are now. So and somebody else can come along and reproduce that and modify it if need be. And then one of the key ones is we want people to spend less time handling data. Anybody that's worked in any sort of field of geoscience or big data science in general, they find themselves spending a lot more time figuring out what the contents of this NetCDF file are than actually doing the science and answering the questions. So we want people to spend less time doing that and more time doing useful things. So what kind of data am I talking about? We're trying to cover all bases of climate type data. So we have the, on the left of my diagram, we have observation, which is quite a broad definition in itself. So by observations, we mean in situ sort of weather stations and all these sort of tiny little weather stations that people will have all around the country, tens of thousands in the world. And all that data is being collected and we try and host as much of it as we can on the climate data store. But we also include satellite observations in there as well. So we have probably about 20 different satellite data sets that you can get access to. So that's quite a broad definition in itself. But then we have the climate reanalysis. This is commonly known as ERA 5. And this is a sort of a weather model that's run historically, so it's the best estimate of the weather that's been and gone. We have the seasonal forecast, which is the weather model run in seasonal forecast mode, so for the next 6 months. And then we have climate projections. These are the sort of the model output that was presented at COP26 and all the COP meetings. So we've just published what we call CMIP6 or AR6, depending who you speak to. And that is the sort of most up-to-date climate model simulations, which have contributions from the entire globe. But we also have the CMIP5, which are the climate simulations from about 15 years ago, and are still very high-quality climate simulations. So that's everything we host. And the concept of the climate data store,
we're called the Climate Data Store. What I think is always funny is our main objective is to not store any climate data. We're a distributed system and we just act as the broker to many people around the world hosting the data. So we have lots of data suppliers around the world, and our infrastructure essentially just provides the back-end tools to go and access their data. We don't have to invest in a service to host the data. We just need the software to access other people's servers. And then we have this, so that's the two blue blocks is where we would, how our system accesses other people's servers. And then our three red blocks, this is our online processing facility. So the idea of these is we have a common data model where we ensure that any data being processed on our system is in a common system that uses the same variable names, the same language. And then we have a series of, and we have a suite of tools which allow you to process the data easily. And then you can create workflows, which would be a series of processes that you apply to the data to produce a useful result. And just to imagine where end users may sit on this, in this system, in this concept, you may be someone who's just after data, so at which point you would just sort of access the two blue blocks, or you may be an expert that wants to use our online processing suite and develop a workflow that processes the data, or you may be a very simple end user, not simple end user, that's a bit pejorative. You may just want an end user that just needs the graphical output from these processes, so an expert can develop an application that I think this guy is looking at the sea ice concentration in the Antarctic under different climate projections, but somebody's done the hard work of processing the data and then they're just looking at the graphical output and getting the numbers that are relevant to them. And just as a bit of a show off, this is the project started 5 years ago. We sort of went online in 2018, at start 2018. In the last 3 years, we've amassed 100,000 users, and we're delivering 60 terabytes of data every day, all around the world. So as a climate delivery service, we've achieved our goal and we're very happy with our performance in that regard. If I move on, and just to give you an idea of what you would see when you come to our service, when I mentioned before that we're trying to keep simplicity and consistency, we try and ensure that all our data sets have human readable names. So here I just, this is a slide I took from a hydrology meeting I gave. You can see I searched river discharge and you can see that all our river discharge data sets come up with a very similar naming system. And you can see that here we have the forecast or the historical for global. We're avoiding these acronyms that have previously kept more novice users away from investigating this data. And then when you go to click on one of those links, you'll come to a page and we provide a human readable description of what's there. We have a sort of a nice core statistics of what the data set contains and covers. And then you can download the data by just filling in this form by clicking a few buttons. And again, we try and emphasize that we're human readable and everything should be very intuitive to just get on there and start downloading. If you are a bit more technically inclined, you can access our system with computing scripts. So here you can do the same request, but writing what we call a CDS API scripts, but you just put in the values you want, you run this Python script from the command line and it will return the data for you. So we allow the easy download, clicky form button access and the more technical Python-based access to the data. And now just to give you a bit of a demonstration of what we have in online processing. So here we have our online processing suite, which we call the toolbox. You can see that there's a very nice, simple sort of workflow editing suite in the middle. And here we're just retrieving some data and we throw the data at our plotting routine and it produces a nice plot of the data. You could do this for any of the data in our catalog just to see what it looks like at the base level. You can then go on and do more complicated things, such as develop some public applications. This one is the climate projections of tiger mosquito that I mentioned earlier on. And here you can put the data onto an interactive live map. And if I come to my other screen, I have the energy app open. And here you can explore the data and zoom in and you can look at various variables on here. So this is the energy app. So
we have the core climate variables such as temperature and solar radiation, but we can also look at the hydropower and electricity demand. If I come back to the projections, and here we can, this is the predicted wind power generation under a changing climate. So we can slide our slider along here. I'm sorry, Edward, to interrupt you. We cannot see the web app. We only see the slides because it's opened in a new window. Sorry. New share. It's because I only shared the PowerPoint. So I should share this one. Hopefully now you can see. Perfect, thank you. Yeah, sorry about that. Okay, so this is our energy climate explorer. So here we have made our selection that we're looking at projections from the RCP 2.6, and we want to look at the wind power created onshore. And we have this nice little time slider here where we can slide through the data and see what we think the impacts climate change will have on wind power generation going forward. There is also the possibility to click on these countries, but we have one problem at the moment. We've become too popular for our own good. And if I click on this, I will find that I'm now pending. And that's because we have too many people using these applications, and I'm not able to show you what the child app is doing. This is something we're working on, but in theory, you would get a nice little line plot of the data for France. So we got too good for our own good. I'm gonna stop sharing that one and go back to my presentation. Share screen, PowerPoint. So we, and just to give you a quick show of the kind of applications we have the mosquito app, we have the energy app, we have the climate bulletin explorer. So this one basically shows you the current state of global warming around the world, and you can fully inspect the sort of amount of climate change that's happened at the country level in Europe. We have projections of heatwave days, so how many heatwave days we will get going forward under various climate change scenarios. Again, fire weather index, so the dangers of fire and how that will increase under climate change. And then the ERA 5 Explorer, which just allows you to look at the ERA 5 data. And then these are more technical things. I probably should have deleted these slides, they're not very interesting. But we basically have lots of computing facilities and it's all based in Reading at the moment and soon to move to Bologna. And there's our team. So thank you very much. And I can take any questions now or at the end, whichever's best with the organizers. Yeah, thanks a lot for this presentation, for your talk about those very impressive services and these powerful tools. In case of questions, yeah, put them into the chat or into the question and answer tool or now or in the end of this event. Der nächste Vortragende ist Thomas Nagler, CEO von Envio. Thomas hat sein Doktorat an der Universität Innsbruck am Institut für Meteorologie und Geophysik im Bereich Remote Sensing gemacht, bevor er 2001 gemeinsam mit Professor Helmut Roh die Firma Envio gegründet hat. Die Geschäftstätigkeiten von Envio umfassen Forschung und Entwicklung zur Gewinnung von Informationen aus Satellitendaten sowie den Transfer von Erdbeobachtungstools von Forschung zur Anwendung. Der Titel seines Vortrages ist Monitoring der polaren Eisschilde mit Sentinel-Satelliten. Bitte, Thomas. Danke, Lisa, für diese Einführung. In meiner Präsentation möchte ich die Beobachtungen in Polargegenden mittels Copernicus-Sentinel-Daten vorstellen, die an verschiedenen Instituten inklusive auch Envio gemacht wurden. Die Motivation, um Polargebiete generell zu beobachten, sind offensichtlich einerseits natürlich die Beobachtung von Klimaänderungen, die in der Arktis und Antarktis momentan sehr offensichtlich sind, und natürlich eben auch die Beiträge dieser Landeismassen für den Meeresspiegelanstieg.
Nun, mit welchen Satelliten arbeiten wir vor allem in den Polargebieten? Haben wir natürlich auch ein halbes Jahr polare Nacht, deswegen sind Radarsatelliten sehr von Vorteil, da sie unabhängig von Tag und Nacht auch Bewölkung operieren können. Also ein Hauptsensor für uns ist Sentinel-1 während der Sommermonate, wird aber natürlich auch Sentinel-2 für spezielle Fragestellungen verwendet. Und zusätzlich verwenden wir nun auch ein Radar-Altimeter, um genaue Höhenmessungen der Eisschiele zu bestimmen. Von 2026 und in den folgenden Jahren kommen neue Satellitensysteme hinzu, die in den Copernicus Expansion Missionen zusammengefasst werden. Und hier versuchen wir nun, dieses Set an Satelliten, Systemsatelliten, was wir momentan verwenden, zu ergänzen, um die Ungenauigkeiten zu reduzieren, aber eben auch Verbesserungen in der Ableitung der einzelnen Parameter zu haben. Das ist einerseits ROS-L, ein L-Band-Radar, oder in Crystal, ein spezielles Radar-Altimeter, das noch genauere Höhenmessungen der Eisschilde hat. Nun, welche Parameter werden für den Eisschild generell beobachtet? Die Hauptparameter habe ich hier aufgelistet. Das sind die Oberflächenänderungen der Eisschilde, die Eisgeschwindigkeit, also die Dynamik, mit denen sich das Eis Richtung Ozean bewegt. Dann die Masse, wie viel Eis praktisch von den Eisschilden in den Ozean transportiert wird, was eben relevant ist für den Meeresspiegelanstieg. Dann die sogenannte Aufsetzlinie, die bestimmt, wann das Eis zu schwimmen beginnt. Und dann natürlich eben noch die Calving Front, die den Eis, die Ausdehnung des Eises bestimmt. Und in letzter Zeit immer mehr interessant, besonders eben in der Arktis, sind die Oberflächenschmelze und die Dauer, wie diese Eisschilde schmelzen. In meiner Präsentation möchte ich hier nur zwei Parameter herausgreifen. Das ist die Eisgeschwindigkeit und der Eisdischarge, um zu zeigen, was wir mit diesen Parametern machen können und was momentan an Datensätzen vorhanden sind. Mit Sentinel-1 und Sentinel-2 gemeinsam beobachten wir die Grönland und die anliegenden Eiskappen der russischen Arktis, der kanadischen Arktis, aber auch Island kontinuierlich das ganze Jahr durchwegs, um die jahreszeitlichen Änderungen der Geschwindigkeit, aber eben auch des Eismassenflusses zu bestimmen. In der Antarktis ist natürlich eine Dimension größer in der Fläche, während vor allem Antarktis und einige dieser vorgelagerten Eiskappen beobachtet. Und hier sehen wir, was kontinuierlich praktisch bestimmt wird. Mit einer Auflösung von etwa 250 Meter stehen kontinuierliche Beobachtungen der Eisdynamik für diese verschiedenen Gebiete zur Verfügung. Nun ein wenig ins Detail, wie dieses Produkt ausschaut. Wir haben begonnen mit Sentinel in 2014 mit den jährlichen Karten der Eisbewegung, die besonders interessant sind für die Initialisierung von eisdynamischen Modellen, beziehungsweise eben auch um jährliche Abflüsse des Eises zu bestimmen. Es werden verschiedene Methoden verwendet. Die Standardmethode, die momentan verwendet wird, ist ein kohärentes bzw. inkohärentes Offset-Tracking. Es werden Ost- und Westkomponenten der Geschwindigkeit bereitgestellt. Und aus dem Höhenmodell, das wir zum Beispiel aus Radaraltimetrie oder eben aus anderen Stereo-Applikationen bekommen, können wir auch über die Höhenänderungen hinzufügen. Für jedes Pixel werden eben auch die Ungenauigkeiten der Geschwindigkeit eben angegeben. Das Produkt selbst ist frei verfügbar, 250 Meter, und ist im C3S Climate Data Store Verfügung oder eben auch an dem Cryo-Portal von NVO kann es bezogen werden. Nun, die jährlichen Karten sind natürlich sehr interessant, aber die monatlichen Karten geben einen größeren Aufschluss über die Saisonalität der Variationen von Geschwindigkeiten. Und hier hat Sentinel tatsächlich einen großen Sprung vorwärts gemacht über diese systematische, kontinuierliche Aufnahme der Eismassen. Wir beginnen hier zum Beispiel links oben im Januar 2015, also kurz nach dem Start von Sentinel-1. Und wir sehen, am Anfang sind wir noch relativ mager mit der Abdeckung für Grönland.
Während 4 Jahre später, 2019, haben wir mehr oder weniger schon kontinuierlich Abdeckung für das fast gesamte grönländische Eisschelf vorhanden. Besonders wichtig sind natürlich, dass wir die Randbereiche beobachten, da dort die größten Änderungen beobachtet werden und natürlich eben auch dort die Abflüsse in den Ozean stattfinden. Nun, in der Antarktis ist natürlich eben von der Abdeckung her sehr, sehr anfordernd für die Planung der Satelliten und natürlich auch vom Prozessieren des Datenvolumens her. Wir sehen hier, dass ein Produkt des multijährlichen Geschwindigkeitskaute auch nur aus Sentinel-1-Daten abgeleitet. Ebenfalls die Pixelauflösung ist 250 Meter und die einzelnen Komponenten der Geschwindigkeit werden bereitgestellt. Man sieht sehr deutlich diese Komplexität des Geschwindigkeitsfeldes der einzelnen Ausfallgletscher, besonders hier an der antarktischen Halbinsel. Aber eben auch besonders interessant sind die Bereiche in der Westantarktis um Tweed Glacier und Pine Island Glacier, wo sehr starke Änderungen zurzeit stattfinden. Im Inneren haben wir ein relativ großes polares Loch, in dem zufolge der Abbildung von Sentinel-1 keine Daten erfasst werden können. Wir haben aber, wie wir auch hier in den monatlichen Karten sehen, eine kontinuierliche 6-tägige Abdeckung der Randgebiete, die eben wichtig ist, um den Massenfluss zu bestimmen. Nun, wir bleiben natürlich nicht mit diesem Produkt stehen und ich möchte hier auch die Gelegenheit nutzen, ein neues Produkt festzustellen, das praktisch die nächste Generation dieser Eisgeschwindigkeitskarten ist. Basiert auf denselben Datensätzen von Sentinel-1, hat eine Auflösung von 50 Meter und kombiniert nun SAR-Interferometrie mit Offset-Tracking. Es ist ein deutlich hochaufgelösteres Produkt, das speziell in den Shared-Zonen der Gletscher eine deutlich bessere Ergebnisse bietet. Außerdem ist es auch vom Prozessieren her zwar aufwendiger, aber deutlich weniger empfindlich gegenüber ionosphärischen Störungen. Nun, nur damit Sie wissen, wie genau diese Produkte sind, die können mit GPS-Daten, die in situ gemessen werden, validiert werden. Und wir sehen hier an mehr als 20, 30 Punkten im Inneren des grönländischen Eisfeldes, das von Kollegen an der DTU in Dänemark gemessen wurde, dass die Genauigkeit oder Übereinstimmung hier im Millimeterbereich pro Tag in der Geschwindigkeit ist mit einem gewissen kleinen Standardabweichungsfehler. Nun, was können wir davon lernen? Wenn wir uns hier nun eine 20-jährige Zeitserie der Eisgeschwindigkeiten anschauen, dann betrachten wir zuerst vom Jakobshavn-Gletscher, einer der Hauptgletscher an der Westseite von Grönland. Dann sehen wir, dass wir hier zwar Variationen haben in der Zeit vor Sentinel-1, aber diese Saisonalität kann nicht wirklich abgeleitet werden, weil wir doch immer wieder sehr starke lange Monate haben, wo wir gar keine Beobachtungen haben. Dabei muss man sagen, dass speziell für diesen Gletscher, wo der sehr gut untersucht ist, eben Daten von Terrasse X die Aufnahme bestellt wurde. Mit der Sentinel-Ära hat sich das massiv geändert, speziell eben auch mit Sentinel-1b und 1a in Kombination. Und wir sehen sehr deutlich diese starke Variation von einem Monat auf das andere. Die Variation von diesem Gletscher ist zum Beispiel in den Sommermonaten bis 50 Meter pro Tag Fließgeschwindigkeit, während in den Wintermonaten das auf die Hälfte hinuntergehen kann. Das hat natürlich einen großen Einfluss eben auch auf die Berechnung von Massenflüssen, auf die ich später zurückkomme. Nun, es ist jeder Gletscher natürlich nicht gleich. Deswegen müssen wir alle Gletscher untersuchen. Das ist jetzt ein Gletscher an der Westseite von Grönland, der, wenn wir nun diese 20-jährige Zeitserie anschauen, nahezu keine saisonalen Trends aufweist, also sehr schwache, aber eben auch keinen Trend über diese 20-jährige Zeitserie. Wir sehen Schwankungen von etwa 1-2 Meter pro Tag, die an der vordersten Front vorhanden sind, aber weniger stark. Ein weiteres Beispiel möchte ich nur erwähnen, hier ein Helheim-Gletscher, ein sehr großer Gletscher, ungefähr 1000 Kilometer südlich von an der Ostseite von Grönland. Und wir sehen hier ebenfalls, dass wir eine sehr dünne Beobachtung haben am Beginn
um 2010 ohne Sentinel-1. Danach sehen wir sehr deutlich diese jahreszeitlichen Schwankungen, aber eben auch überlagert. Zudem haben wir einen jährlichen Trend, der zuerst einen Anstieg bis ungefähr 2020, und es scheint so, dass sich in den letzten Jahren der Gletscher eben wieder etwas verlangsamt hat. Dadurch ist natürlich eben wichtig, dass wir kontinuierlich diese Massenflüsse berechnen. Und Ähnliches würde eben auch gemacht für die antarktische Halbinsel. Ich zeige hier nur zwei Gletscher in der Westantarktis, die verantwortlich sind für einen oder einen großen Beitrag haben für den Massenfluss in der Antarktis. Das ist Bain Island Gletscher und Thwaites Gletscher. Die sind zwar von der Geschwindigkeit oder Geschwindigkeitsänderungen etwas weniger dynamisch wie in Grönland. Allerdings muss man sich vorstellen, dass diese Eisströme wirklich viel, viel größer sind als in Grönland und dadurch natürlich eine marginale Änderung oder eine geringe Änderung des, der Eisgeschwindigkeit natürlich eine große Änderung im Massenfluss hat. Wir sehen eben hier zum Beispiel von Bain Island Gletscher einen leichten Anstieg von etwa 10 oder 11 Meter pro Tag bis ungefähr 14 Meter pro Tag Ende 21 und für Thwaites Gletscher Ähnliches. Und was wir eben aber auch sehen, ist, dass an der obersten Front hier, das sind diese Punkte, die sich hier entlang der Fließlinie zeigen, dass wir hier eben schon eine Auflösung des Eisschelfes beobachten, also Abbrechen von Eisbergen und in diesem Bereich. Nun möchte ich ganz kurz zeigen, was sich nun tut bezüglich des Services für den Eisdischarge, also die, wie viel Masse von Eis, also Süßwasser, in den Ozean fließt, am Beispiel von Grönland. Und dazu sehen wir jetzt auf der rechten Seite die einzelnen Gletscher und die Änderungen der Gletscher in Prozent des Massenflusses. Blau würde heißen, dass es eine Abnahme ist und rot eine Zunahme. Und die Größe des Kreises bestimmt hier die prozentuelle Abweichung. Und wir sehen hier, dass sich das einerseits, und das sind jetzt monatliche Werte, über mehrere Jahre gezeigt. Und wir sehen hier, dass jeder Gletscher individuell praktisch behandelt werden muss und dass wir eben Unterschiede haben von Wintermassenflüssen und Sommermassenflüssen. Wir können das natürlich nun in verschiedene Einzugsgebiete teilen und nur zusammenfassend sehen wir, dass wir einen leichten Anstieg, also die schwarze Linie hier für diese einzelnen Subbasins, einen Anstieg haben in den letzten 5 Jahren vom Massenfluss. Und die Berechnungen zeigen, dass es ungefähr ein 7%iger Massenfluss für Grönland ist in den letzten 5 Jahren, die wir aus diesen Datensätzen abgeleitet haben. Nun, wenn wir uns die Gesundheit dieser Eisschelfe anschauen, dann wollen wir natürlich wissen, was ist dieses Budget der Polargebiete für den Meeresspiegelanstieg oder eben für das Massenbudget dieser Gebiete. Und momentan können wir sagen, dass der Hauptinput für den Meeresspiegelanstieg bei den Gletschern der mittleren Breiten ist. Das ist der größte Teil. Wir sehen das eben auch in den österreichischen Alpen, wenn wir die betrachten, dass sich in den letzten 20 Jahren sehr deutlich diese Gletscher verringert haben. Das grönländische Eisschild ist an zweiter Stelle. Die Bedeutung des grönländischen Eisschildes wird größer in diesem Bereich. Und das antarktische Eisschild ist momentan noch gering. Allerdings haben wir beobachtet, dass in den letzten Jahren eben auch dieser Beitrag zugeht. Das zeigt im Hin- und das Massenbudget, wo wir den Massenfluss gegenüber die Akkumulation in diesen Gebieten für die einzelnen Bereiche anzeigen. Nun, das war jetzt dieser Klimaaspekt. Ich möchte ein Beispiel nur zeigen, für was wir Sentinel-Daten noch verwenden können. Und da war 2016 eine Verlegung einer Station in der Antarktis am Brandeisschelf. Das liegt hier an der Ostantarktis in einem Gebiet, wo eigentlich keine Klimaänderungen zurzeit stattfinden, aber natürlich natürliche Kalbungsprozesse beobachtet werden. Und in diesem Eisschelf hat sich im November 2016 der sogenannte Halloween-Crack gebildet. Der Crack ist entstanden, man hat ihn auch beobachtet. Man sieht hier Feldmessungen von Kollegen vom British Antarctic Survey. Und daraufhin wurde die Station ungefähr 23 Kilometer in der Richtung
das Landesinnere gewählt, um die Station zu retten, weil man eben befürchtet hat, dass sich dieser Teil des Eisschelfes eben abspaltet. Es war im Prinzip 2016, im Winter 2016, 2017 das letzte Mal, dass in dem Bereich Wissenschaftler überwintert haben an dieser Station. Und ich möchte hier nun zeigen, diese Dynamik, wie wir hier nun praktisch sehen können, anhand von einer Zeitserie von Satellitenbildern, das sind Sentinel-1-Satellitenbilder, wie schnell sich diese Spalten praktisch auftun. Sie sind inzwischen mehrere Zehnermeter breit in diesem Bereich und eben auch gerade vor wenigen Monaten hat sich ein großer Eisberg hier gebildet. Man hat befürchtet, dass sich dieser Teil des Eisschelfes auch abspaltet und wir warten eigentlich drauf, aber bisher hat sich noch nicht getan. Der Spalt JASM 1 ist im Prinzip schon bei diesen Nunataks angelangt und wir warten im Prinzip drauf, dass sich dieser Teil abspaltet. Man sieht auch, wie dieser Riss ist. Nun, ich hoffe, dass ihr einen kleinen Überblick für die Verwendung von Sentinel-Daten in Polargebieten gegeben haben und möchte nur sagen, dass es verschiedene Seiten gibt, die ich hier genannt habe, um diese Datensätze eben zu beobachten oder herunterzuladen und selber damit Wissenschaft zu betreiben. Danke. Ja, vielen Dank für diesen interessanten Vortrag und diese spannenden Beispiele dafür, wie Copernicus-Daten verwendet werden können. Ich bin sicher, es gibt dazu wieder viele Fragen, aber wir müssen schnell weitergehen. Die Fragen werden wieder gesammelt und am Schluss beantwortet. Nun kommt Wouter Dorigo an die Reihe. Wouter hat sein Doktorat an der TU München im Bereich Remote Sensing gemacht und ist seit 2007 an der TU Wien, wo er seit 4 Jahren die Forschungsgruppe Climate and Environmental Remote Sensing leitet. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich Remote Sensing von Bodenfeuchtigkeit und Vegetation. Er wird jetzt einen Vortrag halten über die Verwendung von Copernicus für Wasserressourcenmonitoring. Bitte. Könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Ja, perfekt. Okay, gut. Herzlich willkommen. Ich möchte einen kurzen Einblick geben in die Landhydrologie und Kryosphäre. Also eigentlich bin ich gemeinsam mit Thomas Nagel in einem Projekt, das heißt Land Hydrology and Cryosphere. Das ist ein Copernicus Climate Change Service, einer der Aspekten oder eine der Variablen sind die Ice Sheets und Ice Shelves. Außerdem gibt es die Seen, die Gletscher und wir sind da Teil mit der Bodenfeuchte. Und Bodenfeuchte mag nicht so spannend klingen wie die Präsentation jetzt von Thomas Nagler, aber das ist natürlich nicht weniger relevant als die Bodenfeuchte. Wird sich verändern, weil es ist so, dass die Anzahl der Extremereignisse wird zunehmen, damit auch die Dürren und diese werden sich in der Bodenfeuchte auswirken, letztendlich auch in unserer Ernährungskette, also die landwirtschaftliche Erträge. Ich möchte jetzt mal einen kurzen Einblick geben in die Bodenfeuchteprodukte, die wir generieren innerhalb dieses Climate Services. Wir machen das auch gemeinsam mit dem Erdbeobachtungsdatenzentrum, mit dem EODC und einem Partner in den Niederlanden, Thunderstat. Also das ist mal ein kurzer Überblick von Daten, die wir so generieren. Die Abbildung war animiert, aber das wird jetzt nicht gezeigt. Aber das ist, was wir erstellen, sind so operationelle Landzeitdatensätze des globalen Bodenwassergehalts. Wenn ich rede von Bodenwassergehalt, rede ich eigentlich von der Oberfläche. Das sind wirklich nur die oberen paar Zentimeter, die wir mit Radarsatelliten, mit Mikrowellensatelliten, also aktive und passive Mikrowellensatelliten messen können. Die Produkte, die wir generieren, sind täglich, aber für CGS aggregieren wir sie auch auf 10-tägliche und monatliche Mittelwerte. Die Auflösungen sind sehr grob. Also wenn man das vergleicht mit den Sentinel-1-Daten, die vorher gezeigt wurden, nämlich das sind so ungefähr 25 Kilometer. Aber dadurch, dass Bodenfeuchte ein Ergebnis ist von Niederschlagsereignissen, von Verdunstung, hat die Bodenfeuchte eine starke
räumlicher Zusammenhang. Und eigentlich sind die wichtigsten Informationen, die wir brauchen in der Bodenfeuchte, sind die zeitliche. Also wie verändert sich die Bodenfeuchte über die Zeit und mit einem Niederschlagsereignis? Kann sich das von einem Tag auf den, oder sogar von einer Stunde auf die nächste verändern? Wir sind in einer glücklichen Situation, dass wir Daten zur Verfügung haben von 1978 bis heute, also schon über 40 Jahre an Daten, die wir jetzt in dem C2S zur Verfügung stellen. Und wir machen das, also nicht ganz in Near Real Time, aber mit einer Verzögerung von maximal 20 Tagen. Also man kann relativ aktuelle Messungen sehen. Die Daten werden vor allem im Jetzt. Jetzt mal ein Beispiel ist, dass die Daten im European State of the Climate Report verwendet werden. Ein Beispiel, da sieht man links unten, das sind so die C2S-Daten links, die Bodenfeuchte-Daten, die wir generieren, mit einigen Lücken, weil wir maskieren müssen für Gebirgsketten. Und die Daten, die aus der Reanalyse stammen, diese ERA5-Daten, das ist eigentlich ihr Modelldatensatz mit sehr vielen Beobachtungen aggregiert von Satelliten, von In-Situ-Messungen und so weiter. Und man sieht eigentlich, dass die Muster sehr gut übereinstimmen. Ich kann nicht von C2S sprechen ohne CCI Climate Change, diese ESA Climate Change Initiative zu nennen, weil eigentlich die Grundlagen, die Produktentwicklung findet innerhalb vom ESA CCI Programm statt. Also die formen sozusagen die Basis der C2S-Produkte. Und wir verwenden Satellitendaten nicht nur von Copernicus, nicht nur von der ESA, sondern auch von der NASA, von JAXA, also das ist eine japanische Raumfahrtagentur, von EUMETSAT, europäische meteorologische Satellitendaten und auch sogar in den letzten Versionen auch die chinesischen meteorologischer Verband. CCI ist ein R&D-Projekt, also wir entwickeln Algorithmen, deswegen sind wir nicht operationell, so wie wir das bei C2S sind, aber das, was wir innerhalb von CCI entwickeln, fließt dann letztendlich mit einer Verzögerung von zwei Jahren in das C2S ein. Deswegen bespreche ich jetzt, was wir innerhalb von CCI entwickeln, damit man weiß, was innerhalb von einigen Jahren auch im C2S zur Verfügung stehen wird. Da gibt es jährliche Updates und diese CCI-Daten werden hauptsächlich für wissenschaftliche Anwendungen herangezogen, zum Beispiel für die NOAA BAM State of the Climate Reports, also für jährliche Klimazustandsberichte, für die Validierung von Klimamodellen, also die Klimamodelle, die vom Weltklimarat verwendet, herangezogen würde, um die Sachstandsberichte zu erstellen. Also das war im letzten Sommer, sind die Berichte publiziert und in einer Vielzahl von nationalen und internationalen Projekten. Also mittlerweile haben wir über 10.000 Registrierungen von Usern gehabt, die diese Daten verwenden. Und ja, die Daten also werden sehr häufig auch verwendet und publiziert. Also rechts unten sieht man, oder rechts oben sieht man eigentlich die Satelliten, die wir alle zusammenfügen, um diesen globalen Datensatz zu erstellen. Also mittlerweile sind es über ein Dutzend. Und man sieht auch, viele operationelle Satelliten fließen damit ein. Also europäische Satelliten sind zum Beispiel ASCAT, also auch METOP, aber auch SMOS von der ESA. Rechts unten sieht man dann einen Plot, wie sich die Bodenfeuchte gemittelt global gemittelt, wie sich die Bodenfeuchte verändert und auch wie sich das unterscheidet über den nördlichen und südlichen Halbkugel. Ja, gemeinsam mit der Bodenfeuchte leiten wir auch einen Vegetationszustand ab, also Vegetationsdichte, die kann man auch aus den Mikrowellendaten ableiten. Und das hängt damit zusammen, dass Wasser nicht nur im Boden steckt, sondern auch in der Vegetation. Also diese Mikrowellenbeobachtungen sind auch empfindlich für den Wassergehalt innerhalb der Vegetation und damit empfindlich zur Biomasse. Dieser Landzeit-Datensatz hat ähnliche Charakteristiken, wie das
die ESA CCI-Produkte. Und diese werden auch seit dem letzten Sommer auch verwendet in diesen Klimazustandsberichten. Also wenn man interessiert ist in diesen Datensätzen, kann man auf den QR-Code gehen und die Daten auch sich anschauen in den Data Viewer und auch Links zum Runterladen finden. Also rechts sieht man, wie der Zustand dann war im letzten Jahr, also die Zustand in Vegetation. Und man sieht dann in Grün, wo die Vegetation üppiger war, besser gewachsen ist als in anderen Jahren. Und man sieht ganz deutlich auch in braunen Regionen, wo die Vegetation unterdurchschnittlich gewachsen ist im letzten Jahr. Ja, wie kann man dann solche bodenfeuchte Datensätze verwenden? Wie schon erwähnt, um Dürren zu studieren, die Auswirkungen von Dürren auf die Landwirtschaft, für die Erträge, die Schätzung der Erträge. Das ist ein Beispiel auch aus einem ESA-Projekt, wo wir die bodenfeuchte Daten verwendet haben, um die Ernteerträge oder die Verluste der Erträge zu schätzen. Man sieht eigentlich links unten, das ist ein Machine Learning Modell, man sieht da, wie gut man die Erntevorhersagen, wie man die Ernteverluste oder Ernteanomalien, Abweichungen vorhersagen kann, über Bodenfeuchte, aber auch über Klimadaten und über diese VOD, vegetationsoptische Dichte. Und man sieht, dass je weiter man sich an die Ernte annähert, umso besser wird die Vorhersagekraft. Also kurz vor der Ernte im August, das ist am Weizen, sind die Erntevorhersagen relativ gut basierend auf den Erdbeobachtungs- und Klimadaten. Ja, für was wird das sonst noch verwendet? Es wurde schon erwähnt, das ASA-Programm, Austrian Space Application Program, da haben wir auch ein Projekt, das gerade am Laufen ist, das heißt Confirm, wo wir das Risiko für Waldbrandgefahr, für Waldbrände schätzen mittels Erdbeobachtungsdaten, Klimadaten und topografischen Daten. Und das wird, wie man auch vor einigen Wochen gesehen hat, im Rax-Schneeberggebiet wird immer relevanter auch für Österreich. Hier gibt es noch weitere Projekte, wo wir den Einfluss des Faktors Mensch studieren auf die Waldbrandgefahr. Wir versuchen auch, die künstliche Bewässerung zu schätzen aus Satellitendaten, aus diesen bodenfeuchten Daten. Das wird auch immer wichtiger, weil es Daten von sehr unzureichender Qualität gibt zur Wassernutzung eigentlich. Und wie man unten sehen kann, man kann die Daten auch verwenden, um zu schauen, wie verändert sich die Verfügbarkeit der Bodenfeuchte über die Zeit. Ja, wenn wir Vegetationsaktivität über die Bodenfeuchte monitoren möchten, ist nicht nur der Oberflächengehalt wichtig, sondern wir müssen auch schauen, wie verändert sich der Bodenwassergehalt weiter unten und wie sind die Änderungen im Grundwassergehalt. Also wir arbeiten jetzt an einem Prototyp-Service basierend auf unterschiedlichen Daten innerhalb von C3S, das sind GRACE, also Terrestrial Water Storage, das sind die gravimetrisch gemessene globale Wassergehalt, Gletscher, Schneebedeckung und terrestrische Wasseroberflächen, also Seen und Bodenfeuchte. Und wenn wir die alle kombinieren, dann können wir aus dieser einfachen Formel, also formaltechnisch ist es sehr einfach, aber datentechnisch sicher nicht. Da gibt es sehr viele Komplikationen. Aber die Idee ist, dass wir aus dieser Kombination dann Schwankungen im Grundwasser ableiten können. Wir sind dabei mit der Bodenfeuchte und wir versuchen dann über Infiltrationsmodelle eigentlich den Bodenfeuchtegehalt in tiefere Ebene aufzuschätzen. Wenn wir einen Schritt weitergehen, können wir auch diese Daten, diese Oberflächen-Bodenfeuchte-Daten assimilieren in Modelle. Wir sind jetzt dabei, das in dem CCI-Programm, Climate Change Initiative-Programm, zu erforschen. Also da
assimilieren wir die Bodenfeuchtedaten in unterschiedliche Landservice-Modellen und um zu schauen, wie sich die Bodenfeuchte von der Oberfläche weiter in die tiefere Ebene vordringen und wie die Fluktuationen sind, auch tiefer. Wir können noch einen Schritt weiter gehen, also nicht nur durch die Bodenfeuchte zu assimilieren, sondern auch durch Vegetationsvariablen zu assimilieren in Modellen, zu kombinieren mit Modellvorhersagen, um die beste Schätzung zu bekommen. Das machen wir jetzt zum Beispiel in einem FWF-Projekt, wo wir physikalisch konsistenten, lückenlose Datensätze über mehrere Jahrzehnte modellieren, aber auch verbessern, die Modellschätzung verbessern durch die Assimilation, das Einfügen von Satellitendaten. Ja, wie gesagt, die Daten sind sehr grob aufgelöst, 25 Kilometer für landwirtschaftliche Anwendungen, vor allem wenn man in sehr heterogene Gebiete arbeitet, möchte man eigentlich genauere Verteilung des Bodenwassergehalts erstellen. Also wir versuchen jetzt die ESA-Produkte und damit auch die C2S-Produkte zu downskalieren, also zu eine höhere Auflösung zu bekommen, auch über Machine Learning-Verfahren. Aber was man natürlich auch machen kann, und jetzt gehe ich von der Climate Service auf eine Land, Copernicus Land Service, und das sind Kollegen von mir, das ist nicht unsere Forschungsgruppen, die diese Produkte entwickeln. Aber die schätzen die Bodenfeuchte direkt aus den Sentinel-1-Daten. Und das ist eine tägliche Abdeckung, die man hier sieht. Zum Beispiel, man sieht da einzelnen Swap der Satelliten. Das ist natürlich noch kein Datensatz, wo man die vom Klima induzierten Veränderungen anschauen kann. Aber natürlich dadurch, dass das Sentinel-1-Programm auf einen längeren Zeitraum festgelegt ist, wird man in Zukunft auch wirklich kleinräumig Veränderungen messen können. Auch das ist ein Produkt, Copernicus Global Land Service Produkt, wo die Daten also von unterschiedlichen Sensoren in einem Modell zusammengefügt werden und dadurch entsteht ein flächendeckender Datensatz mit der Bodenfeuchte. Ja, und das letzte Beispiel ist wieder aus einem anderen Service. Das ist aus dem Emergency Service. Das ist das Globe Flood Monitoring Projekt, wo die globale Erkennung von Flugereignissen aus Sentinel-1-Beobachtungen abgeleitet werden. Und da werden unterschiedliche Algorithmen zur Detektion des überschwemmten Bereichs kombiniert, gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und einer luxemburgischen Organisation. Und man sieht hier ganz, oder relativ aktuell im Juli hat es in der Nähe von Erlangen als Überflutung gegeben. Und man sieht links den Normalzustand, also in schwarz, links und in der Mitte sieht man die Unterschiede zwischen zwei Messungen und man sieht, daraus kann man die Ausdehnung der überfluteten Oberflächen feststellen. Ja, und damit möchte ich schließen. Die Daten sind alle frei verfügbar und über diesen QR-Code kann man dann auch auf unserer Webseite gelangen, wo man auch die Links zu den Datensätzen findet und auch zu den Projekten. Dankeschön, zurück zu dir, Astrid. Ja, vielen, vielen Dank. Das ist natürlich ein Thema, das uns in der Zukunft vermutlich noch sehr stark beschäftigen wird. Fragen bitte wie immer in den Chat oder in das Frage-Antwort-Tool. Wir werden sie alle am Schluss beantworten. Und nun geht es weiter mit Markus Imitzer von der Universität für Bodenkultur am Institut für Vermessung, Fernerkundung und Landinformation. Hat er promoviert und ist nun Senior Scientist zum Thema Landbedeckung mit Schwerpunkt Vegetation. Sein Vortrag behandelt die Verwendung von Copernicus-Daten für Vegetationsanalysen. Bitte schön, Markus. So, mittlerweile sollte mein Bildschirm sichtbar sein. Wir sehen den Bildschirm. Perfekt. Vielen Dank für die
Einleitung. Mittlerweile heißt das Institut für Geomatik, aber es ist das gleiche Institut, die gleichen Personen. Wir haben uns nochmal umbenannt vor ein paar Jahren. Ja, ich werde jetzt ein paar Arbeiten, die bei uns am Institut laufen, nicht nur bei mir, sondern bei uns in der gesamten Forschungsgruppe im Bereich Vegetationsanalysen, primär mit Copernicus-Daten, vorstellen. Möchte aber nochmal ganz kurz beginnen mit einer kleinen Übersicht. Wir haben jetzt schon einige Satelliten gehört, die in dem Copernicus-Programm sind und unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten bieten. Von den Radarsatelliten, die der Wouter gerade erwähnt hat, bis eben wirklich auch diese Atmosphärensatelliten, die wirklich für Wetter- und Atmosphärenanalysen verwendet werden. Und dann gibt es auf der rechten Seite Sentinel-2, 3, die jetzt primär für mit optischen Sensoren ausgestattet sind und für Land-Services verwendet werden. Und da ist unser Forschungsschwerpunkt an der BOKU am Institut für Geomatik angesiedelt. Was ich aber auch nochmal zeigen möchte, das hat der Christian Fuchs schon erwähnt, es gibt schon, oder auch der Wout hat es ein bisschen erwähnt, es gibt einige Services, die wirklich sehr, sehr gut sind in viele Bereiche. Ich habe da jetzt diesen Land-Service, Global Land-Service dargestellt. Da gibt es unterschiedlichste Produkte. Ich habe jetzt nur mal den Leaf Area Index herausgezogen, die Daten zur Verfügung stellen. In dem Fall globale Daten mit einer räumlichen Auflösung von 300 Meter. Es gibt aber auch High-Resolution-Layer. Auch die sind meiner Meinung nach sehr, sehr spannend und für viele Fragestellungen durchaus wert, um mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Ich bin studierter Forstwirt, darum interessieren mich natürlich Wälder primär am meisten. Und da gibt es durchaus schöne Produkte, auch im Bereich Forst, aber auch Grasland, beziehungsweise auch Stadt- und Versiegelungsflächen. Und im Waldbereich gibt es da wirklich Produkte, die auch jetzt regelmäßig wiederholt aufgenommen werden und abgedatet werden, die sowohl die Dichte der Wälder beschreibt, beziehungsweise auch eine grobe Forsttypenklassifikation in Nadelholz und Laubholz bietet. Wie gesagt, also ich finde diese Produkte wirklich gut. Sie sind großteils wirklich von der Qualität her auch sehr, sehr gut und können für viele Fragestellungen durchaus schon eine wichtige Hilfestellung sein. Was ich jetzt aber zeigen möchte, ist, dass wir primär mit Sentinel-2 am Institut halt dann ein bisschen darüber hinaus zu diesen bereits bestehenden Produkten Forschungsprojekte haben, wo wir versuchen, eben vielleicht ein bisschen detailliertere Produkte abzuleiten, ein bisschen andere Produkte und vielleicht auch von der räumlichen Auflösung detaillierter. Also wie gesagt, ich beschränke mich jetzt bei meinem Vortrag primär mal auf Sentinel-2-Daten. Ich beginne gleich mal mit einem Bild von Sentinel. Das ist jetzt keine Darstellung der Szene selber, sondern eine Hauptkomponentenanalyse berechnet auf eine Sentinel-2-Szene. Das war eine der ersten Szenen, die Sentinel-1A geliefert hat, vom 30. August 2015. Wir waren in der glücklichen Lage, da einer der ersten zu sein, die auch diese Daten zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und was ich Ihnen zeigen wollte, also diese Hauptkomponentenanalyse rechnet man, um einfach zu zeigen, was für Informationsgehalt in den Spektralkanälen drinnen steckt. Und Sie sehen da einfach ein sehr, sehr buntes Bild. Das braucht Sie jetzt nicht im Detail verstehen, aber was man, glaube ich, schon ganz eindeutig sieht, also das ist das Machfeld östlich von Wien. Sie sehen die landwirtschaftlichen Flächen da sehr, sehr schön herauskommen. Man sieht jedes Feld, man sieht diese Grenzen der Felder, man sieht den Wald in den Grüntönen, man sieht natürlich die Gewässer sehr gut, die Stadt sehr gut. Und das sind die ersten drei Hauptkomponenten. Und in den ersten drei Hauptkomponenten steckt in der Regel schon die Großteil der Informationen, die in den Daten ist, aber was ich Ihnen dort zeige, sind jetzt die Hauptkomponenten 5, 6, 7 und auch da ist noch eine sehr hohe Variabilität in dem Bild und ein sehr, sehr hoher Informationsgehalt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wir reden oft von spektraler Auflösung und wir haben in Sentinel-2 eben 13 Spektralkanäle zur Verfügung. Und diese zwei Bilder sollen Ihnen verdeutlichen, dass diese 13 Spektralkanäle wirklich einen sehr, sehr hohen Informationsgehalt haben. Das heißt, die Information ist jetzt nicht redundant. Teilweise in manchen Kanälen, für manche Anwendungen kann sie es sein. Aber im Prinzip sind diese 13 Kanäle sehr, sehr schlau gewählt worden und liefern jetzt extrem gute Information, primär jetzt eben auch für Vegetation. Wir haben diese 13 Spektralkanäle in zwei unterschiedlichen räumlichen Auflösungen, beziehungsweise eigentlich sind es drei. Wir haben 10 und 20 Meter und drei Kanäle dann in 60 Meter. Die verwenden wir aber in der Regel für unsere Anwendungen nicht, beziehungsweise die werden primär verwendet, um die Atmosphärenkorrektur der Daten zu ermöglichen.
Also wir haben da sehr, sehr spannende Daten zur Verfügung. Streifenbreite 290 Kilometer bei einem Überflug. Das heißt, da wird schon sehr, sehr viel abgedeckt bei einem Überflug dieser Sentinel-2A und B-Satelliten. Wir haben eine globale Abdeckung und eine hohe Wiederholrate der Aufnahmen. Wir haben alle 5 Tage, sofern keine Wolken am Himmel sind, Daten zur Verfügung. Um ein bisschen Vorstellung zu bekommen, das bedeutet ungefähr 1,6 Terabyte komprimierter Rohdaten, die da mit diesen Satelliten aufgenommen werden und das halt täglich, also durchaus eine beeindruckende Datenmenge, die halt natürlich auch verarbeitet und abgespeichert werden muss. Wie gesagt, ich möchte ein paar Forschungsschwerpunkte bei uns im Institut für Geomatik zeigen, die im Bereich Vegetationsanalysen sind. Naturgemäß sind wir in der BOKU primär interessiert an Vegetation, mit einem sehr starken Schwerpunkt im Bereich Land- und Forstwirtschaft. Ich möchte da kurz zeigen, was wir im Bereich Landcover, Landuse machen können, dann ein bisschen detailliertere Klassen uns anschauen, Baumarten und Crop-Klassifikationen, aber ganz, ganz wichtig natürlich Veränderungsanalysen, wie zum Beispiel Windwürfe. Und was wir jetzt auch sehr viele Produkte anbieten, sind wirklich so biophysikalische Größen, die wir mit Strahlungstransfermodellierungen auf Basis der optischen Fernerkundungsdaten berechnen und zur Verfügung stellen oder modellieren, eigentlich nicht berechnen. Und dann zeige ich ein paar Anwendungsmöglichkeiten, wo wir operationale Produkte haben, die wir im Bereich Precision Farming einsetzen, beziehungsweise wo wir auch uns mit Vegetationsanomalien beschäftigen. Also vielleicht vorweg, also wir haben jetzt keinen klaren Forschungsschwerpunkt im Bereich Klima, aber wir sind überzeugt, dass viele dieser Analysen, die wir da machen, einen sehr starken Bezug zur Klimaforschung haben können. Und ich habe mich da jetzt an eine Arbeit von Thomas Long orientiert, der da unterschiedliche Kategorien einteilt. Ich habe es jetzt mal mit Warnsystem, Risikoverringerung, Ressourceneinsatz, Optimierung und die räumliche Verteilung der einzelnen Landbedeckungsklassen zusammengefasst. Und möchte dann immer zeigen, wo ich glaube, dass diese Produkte und Analysen, die wir da zur Verfügung stellen, dann auch durchaus für die Klimaforschung relevant sein können. Ein erstes Beispiel ist eine typische Landcover-Use- und Change-Analyse. Jetzt gar nicht wirklich schon klassifiziert, sondern es ist Faltfarbdarstellung von der Rohdaten, Sentinel-2-Szene an der Grenze Türkei-Syrien, wo man einfach wirklich eindrucksvoll sieht, was so ein Bürgerkrieg bedeutet, auch für die Landnutzung. Sie sehen da an der Grenze, muss ich schauen, ob ich meinen Laserpointer einstellen kann, an der Grenze zwischen Türkei und Syrien, dass vor dem Bürgerkrieg da auch in dem Teil von Syrien, im nördlichen Teil, Landwirtschaft betrieben worden ist. Und 2 Jahre später sehen Sie, dass der Großteil dieser landwirtschaftlichen Flächen aufgelassen worden sind, nicht mehr bewirtschaftet worden sind und dafür auf der Seite, auf der türkischen Seite, eine deutliche Intensivierung der Landwirtschaft. Und das ist einfach nur, ohne die Daten genauer zu analysieren, sondern einfach visuelle Gegenüberstellung von Sentinel-2-Daten, dass Sie einfach einen Eindruck bekommen, was da für Informationsgehalt drin steckt. Wir im Institut verwenden die natürlich dann, um genauere Analysen zu machen. Das wäre jetzt ein Beispiel aus der Landwirtschaft, das Machfeld. Da machen wir Crop Classifications, das heißt, wir versuchen die Feldfrüchte zu klassifizieren, das möglichst früh im Jahr. Das ist eine Analyse, wo wir einfach alle Szenen, die aufgenommen wurden und auswertbar sind, kombiniert haben. Sie sehen, es gibt da immer wieder mal Lücken, wo wir einfach aufgrund der Wolkenbedeckung keine Daten zur Verfügung haben. Und dann sehen Sie, dass wir so ab Juni, Juli eigentlich fast alle Feldfrüchte mit einer Gesamtgenauigkeit so an die 90% klassifizieren können. Und diese Information, welche Feldfrüchte gerade auf den Feldern sind, ist natürlich für uns spannend, weil wir darauf aufbauend weitere Analysen machen können. Kann aber auch für andere Zwecke natürlich sehr, sehr spannend sein, dass man einfach auch abschätzen kann, welche also Ernteprognosen abgeben kann, aber beziehungsweise auch zu wissen, wenn jetzt irgendwelche extreme Ereignisse kommen, was da jetzt gerade auf den Feldern steht, ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und man kann natürlich auch solche Analysen machen, so Crop Cycles, welche Früchte folgen auf die einzelnen Früchte. Also links sehen Sie die einzelnen Klassifikationen von 2016, rechts 2017, das sind auch die beiden Karten, die ich da dargestellt habe. Und Sie sehen dann, dass ein Großteil der Winterzereale noch im darauffolgenden Jahr wieder in diese Klasse fallen, aber es gibt dann auch durchaus Wechsel in Richtung Sojabohnen und Zwiebeln und so weiter. Und das kann natürlich ermöglicht eine recht detaillierte Analyse der einzelnen Feldfrüchte.
Ähnliches machen wir auch im Bereich Wald, wo mein Forschungsschwerpunkt sicher liegt. Das sind so Baumartenkarten. Das ist mal ein Beispiel. Wir haben das in vielen anderen Gebieten wiederholt. Also ich habe vorher erwähnt, dieser Copernicus-Layer, der Nadelholz und Laubholz unterscheidet. Wir versuchen da wirklich auf Artenniveau zu kommen. Hängt immer natürlich immer sehr, sehr stark ab, welche Arten vorkommen, wie gute Referenzdaten sind. Und das ist jetzt eine Karte für den gesamten Biosphärenpark Wienerwald, wo wir diese Baumartenzusammensetzung von 12 Baumarten gemacht haben. Auch da mal analysiert, welche Spektralkanäle sind wichtig, welche Aufnahmezeitpunkte der Sentinel-2-Daten sind wichtig. Wie gesagt, alle 5 Tage, der Biosphärenpark liegt dann in einem Overlap, da haben wir sogar 2 Szenen in 5 Tagen zur Verfügung. Und diese Produkte verwenden wir dann auch oder verwenden dann unsere Projektpartner, um sie zu verschneiden mit irgendwelchen Risikokarten, um dann zum Beispiel Waldumbaugebiete zu identifizieren, wo vielleicht dann die ein oder andere Baumart aufgrund von ändernden Wetter- oder Klimabedingungen sich in Zukunft Probleme haben wird. Also das haben wir für Deutschland, für Bayern zum Beispiel gemacht, aber es wird auch immer wieder für andere Zwecke gemacht. Und natürlich ist diese zeitliche Auflösung natürlich auch spannend, um Veränderungen zu analysieren. Das war jetzt ein Beispiel, wo wir uns angeschaut haben, wie gut man die Nutzungen nachstellen kann. Ähnliche Beispiele haben wir auch, um jetzt wirklich so Extremereignisse wie Windwürfe und Borkenkäferbefall zu detektieren und frühzeitig das Ausmaß zu erfassen. Das ist natürlich, diese Extremereignisse nehmen zu und daher wird es immer wichtiger. Auch da haben wir größere Projekte gehabt mit bayerischen und österreichischen Forstverwaltungen, um da solche frühzeitige Erfassung des Ausmaßes der Schäden zu ermitteln. Das ist jetzt eine noch nicht sehr schön verarbeitete Zeitreihe, wo gerade eine Praktikantin von mir arbeitet im nördlichen Waldviertel an der Grenze zum Mainviertel. Das sind Flächen, wo wir uns anschauen, was bewirkt dieser Borkenkäferbefall. Sie sehen da sehr viele Linien. Ein bisschen ein starkes Gezappel. Das liegt daran, dass die Sentinel-2-Daten in dem Fall nicht ganz optimal prozessiert worden sind. Aber Sie sehen, dass diese Linien da die ersten Jahre sehr, sehr ähnlich verlaufen. Das Schwarze wäre diese Referenzfläche, der Mittelwert von vielen Flächen mit der Standardabweichung. Und unsere Testfläche verläuft da sehr, sehr ähnlich. Und dann in diesem Jahr, das war dieses 2019er Jahr, wo dann diese Fläche stark abfallen, einzelne Pixel sich da stark wegbewegen. Das heißt, wo man einfach ganz klar diesen Vitalitätsverlust von Borkenkäferbefall sehen können. Ganz klar muss ich aber auch sagen, dass es bei manchen Flächen nicht so eindeutig funktioniert. Irgendwann wurde dann die Fläche genutzt und dementsprechend, das sieht man es leider da, glaube ich, nicht ganz so gut, schaut das jetzt da im Waldviertel teilweise durchaus für den Forstwirten sehr erschreckend aus, weil viele, viele Flächen jetzt gerade ohne forstlichen Bewuchs stehen, weil einfach diese extremen Massenkalamitäten hervorgerufen durch den Borkenkäfer und eine falsche Baumartenwahl natürlich problematisch ist. Nun jetzt zu biophysikalischen Größen, die wir aufgrund von Fernerkundungsdaten eruieren oder Sentinel-2-Daten modellieren. Das erste Beispiel wäre der Blattflächenindex für landwirtschaftliche Flächen. Man sieht da sehr schön die Entwicklung von diversen landwirtschaftlichen Kulturen, vom Austrieb bis zum Verwelken. Und das sehen wir natürlich sehr schön in unseren Daten, können den Blattflächenindex da sehr, sehr gut modellieren und haben das natürlich dann auch im Feld verifiziert, also Messungen am Boden und mit unseren Satellitendaten und haben da sehr, sehr gute Übereinstimmungen, deutlich bessere wie jetzt irgendwelche Zusammenhänge rein auf dem NDVI. Auch da habe ich vorher ein Beispiel gebracht mit 300 Meter Bodenauflösung. Unsere Produkte haben in dem Fall 10 Meter Bodenauflösung. Und diese Daten fließen dann in weitere Produkte im Bereich Precision Farming ein. Das ist ein Beispiel, wo wir den Landwirt die Information zur Verfügung stellen, ob sein Feld einen Wasserbedarf hat. Wir berechnen uns mit den aktuellen Wetterdaten und den aktuellen Biomasse auf den Feldern die Evapotranspiration. Wir haben einen Wetterforecast in unserer Modellierung drinnen, der uns sagt, wie schaut die nächsten Tage aus, wird es voraussichtlich Regen geben. Und wenn nicht, dann können wir den Landwirten mit der Information versorgen, wie viel Irrigation, also wie viel Bewässerung sein Feld in den nächsten Tagen benötigt, um das Potenzial des Feldes völlig auszunutzen. Auch das haben wir schon gehört, das nimmt natürlich in der Zukunft stark zu, dass immer mehr landwirtschaftliche Kulturen auch in Österreich nur mehr mit Bewässerung bewirtschaftet werden können. Ein zweites Beispiel ist auch, wo es um Ressourceneinsatz geht, jetzt nicht Wasser, sondern Düngemittel. Auch da liefern wir Informationen basierend auf den
Satellitendaten, um Informationen zu geben, wie viel Düngerbedarf der Landwirt hat. Das haben wir verglichen mit solchen Hightech-Traktoren, die auf dem Traktor selber Sensoren haben, mit unseren Karten, die wir flächendeckend auf Basis von Sentinel-2-Daten zur Verfügung stellen können, haben eine sehr, sehr gute Übereinstimmung gehabt, können dann den Landwirt Flächen ausweisen, wo eine höhere und geringere Düngemenge benötigt wird, je nachdem, was für Strategie der Landwirt halt auch verfolgt. Und dort haben wir auch gesehen, dass wir da sehr, sehr nützliche Informationen zur Verfügung stellen können, um dann Ressourceneinsatz zu optimieren und vielleicht aber auch das Risiko für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung zu verringern, weil eben die Pflanzen perfekt versorgt sind. Das letzte Beispiel, was ich mitgenommen habe, ist so eine Vegetationsanomalien. Das ist jetzt ehrlicherweise nicht auf Copernicus-Daten beruhend, sondern auf auch frei zugänglichen MODIS-Daten, die eine bessere zeitliche Auflösung haben. Aber auch da sind wir gerade daran, auch andere Satellitendaten wie aus dem Copernicus-Programm zu integrieren. Was das jetzt dargestellt ist, ist die Vegetationsanomalien. Also wir vergleichen die Vegetationsentwicklung aus den aktuellen Jahren oder zu bestimmten Jahren mit den üblichen Vegetationsentwicklungen und können so Anomalien feststellen. Das ist jetzt für Europa, das wäre jetzt dieser heiße Sommer 2018, wo es in vielen Bereichen in Europa große Trockenstress gegeben hat, wo große Dürren, also die Vegetation sich nicht optimal entwickeln hat können. Wir nutzen diesen Service in ähnlicher Form auch in Afrika, um dann die dortigen Behörden mit Vorhersagen von Dürren zu versorgen, um da zum Beispiel auch Hilfseinsätze zu koordinieren. Also sind Produkte, die frei oder die operational eingesetzt werden können. Gut, dann bin ich schon bei meiner Zusammenfassung. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist, dass es im Bereich Landcover und Vegetation mittlerweile eine Vielzahl an Produkten gibt, die aus meiner Sicht durchaus für Klimaforschung sehr, sehr relevant sind. Was ich Ihnen schon ans Herz legen möchte, sind diese fertig zu verwendeten Copernicus-Produkte, die vielleicht für viele Fragestellungen schon eine gute Grundlage bieten. Was ich Ihnen auch zeigen möchte, ist, dass eben mit diesen detaillierten Informationen beziehungsweise zusätzliche Produkte, die vielleicht jetzt nicht auf diesen Produktseiten schon verfügbar sind, beziehungsweise Daten in einer besseren räumlichen beziehungsweise zeitlichen Auflösung ableitbar sind. Und da gibt es einige Voraussetzungen dafür. Die hochwertigen Fernerkundungsdaten haben wir mit dem Copernicus-Programm und ähnlichen Programmen von NASA und Co. mittlerweile zur Verfügung. Das hat sich sicher in den letzten 10 Jahren dramatisch geändert, dass wir einfach jetzt wirklich Daten haben in sehr, sehr hoher Qualität und das kostenfrei zur Verfügung, dass wir da mittlerweile Sachen analysieren können, die wir uns wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht erträumt hätten. Ganz, ganz wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir trotzdem dieses Verständnis von irgendwelchen Zusammenhängen beziehungsweise auch ein Verständnis von Vegetation mitbringt. Auch das ist bei uns am Institut sehr, sehr wichtig, dass man einfach da die aus dem Bereich Landwirtschaft oder Forstwirtschaft durchaus auch diese Kompetenzen hat, dass man das versteht, was man da also prädikten möchte. Dann braucht es natürlich schlaue Algorithmen, die das auswerten, die Daten vorprozessieren beziehungsweise dann auswerten. Auch da haben wir mittlerweile Tools und leistungsstarke Prozessoren zur Verfügung, um auch diese Datenmengen zu verarbeiten und auszuwerten. Und das habe ich jetzt gerade gesagt, also geeignete, innovative und leistungsstarke Auswerteverfahren und dementsprechend auch die Rechenkapazitäten, die wir mit diversen Cloud-Lösungen, auch wir sind beim EODC dabei und nutzen da diese Infrastruktur und diese Hochleistungsrechner in Wien, also die VSC, um diese Daten auszuwerten und zu prozessieren. Gut, ich hoffe, ich bin halbwegs in der Zeit geblieben und bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und für Fragen stehe ich natürlich derzeit zur Verfügung. Vielen Dank, Markus, für diesen sehr, sehr spannenden und anwendungsorientierten Vortrag. Ich habe schon gesehen, dass es ein paar Fragen gegeben hat. Wir bearbeiten sie wie immer am Schluss. Und nun zu unserem letzten Vortragenden, Martin Suttmans von der Universität Salzburg. Nach seinem Doktorat mit Fokus auf automatisierte Bildverarbeitung von Erdbeobachtungsdaten arbeitet er nun als Postdoctoral Researcher am Department für Geoinformatik und in seinem Vortrag wird er das Projekt Erkennen von städtischen Grünflächen mit dem österreichischen semantischen Datenwürfel send2cube.at vorstellen. Ich bin schon sehr gespannt, bitte. So, hallo zusammen. Danke für die Einleitung. Ich bin gerade ein bisschen, wir hatten nämlich gerade für 2 Minuten tatsächlich einen Internetausfall. Deswegen habe ich jetzt nur noch die letzten Wörter mitbekommen, aber ich habe so viel mitbekommen, dass es um mich geht. Deswegen
starte ich auch gleich mit meiner Präsentation. Ich hoffe, Sie können jetzt die Präsentation sehen. Ich darf mich damit direkt der Vortragsreihe sozusagen anschließen und bedanke mich auch für die bisherigen Vorträge, die ja eigentlich nochmal sehr schön den derzeitigen Stand und auch einen Teil der Probleme zusammengefasst haben. Ich stelle unsere Entwicklung vor von einem semantischen Datenwürfel, den wir Centoq.at nennen. Der ist entstanden in einem Forschungsprojekt oder besser gesagt aus einer Reihe von Forschungsprojekten, die unter anderem aus dem vom Christian Fuchs angesprochenen ASAP, also FFG-Förderungsschiene, entstanden sind, mit der wir den semantischen Datenwürfel entwickelt haben. Die städtischen Grünflächen habe ich als Beispiel herausgepickt, sozusagen. Das ist eine Möglichkeit, wie man den anwenden könnte. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber ich habe gedacht, das passt thematisch und inhaltlich eigentlich ganz gut zu der Vortragsreihe. Wir haben schon gesehen, es gibt da diese Copernicus-Daten, die uns mit sehr vielen Daten beliefern. Aber wenn man ehrlich ist, wir wissen alle, die Daten sind das eine. Aber eigentlich, was uns interessiert, das sind die Produkte und die Informationen, die wir daraus generieren können. Jetzt ist das leider gar nicht so einfach. Einmal, weil die Daten sehr groß sind und sehr, sehr schnell und häufig kommen und auch recht komplex zu bedienen. Wir haben ein Beispiel von Sentinel-2, das haben wir schon gesehen. Derzeit etliche Millionen von Satellitenbildern schon im Archiv. Jeden Tag kommen Terabytes hinzu, dadurch, dass es zwei Satelliten sind. Gleichzeitig ist es aber auch immer noch so, dass 70% der Erde in etwa immer mit Wolken bedeckt sind. Das heißt, wir haben auch sehr viel Rauschen in den Bildern, die wir rausfiltern müssen. Rechts unten ist so ein Bild von einem Beispiel. Das ist offensichtlich keine Fotografie, sondern ein berechnetes Modell von so einem Satelliten, wie der die Daten aufnimmt. Und da sehen wir die multispektralen Aufnahmeverfahren, aber eben auch die Wolken, die wir an der Stelle natürlich, wenn man an atmosphärischen Parametern interessiert ist, dann kann das natürlich auch interessant sein für uns in der Landfernerkundung, ist das dann meistens ein Rauschen. Gleichzeitig ist es so, dass das Datenvolumen immens zunimmt. Ja, diese Grafik zeigt nicht den Archivbestand, sondern die zusätzliche Datenmenge, die jedes Jahr dazukommt. Gleichzeitig ist es auch so, dass immer mehr Menschen diese Copernicus-Daten, aber auch andere Erdbeobachtungsdaten nutzen sollen und auch tun. Hier sehen wir zugegebenermaßen ein etwas älteres Bild mit den registrierten Nutzerinnen bei den ESA-Portalen, die quasi mit dem Start der ersten Copernicus-Satelliten 2014 also schlagartig zugenommen haben. Jetzt ist halt die Frage, sind diese alle Expertinnen für die Erdbeobachtung? Wahrscheinlich eher nicht. Das Problem an der Stelle, wenn man das nicht ist, dass man dann trotzdem vor gewissen Herausforderungen steht, die Daten zu verwenden, zum Beispiel die Sentinel-2-Datenstruktur zieht sich über etliche Ordner und Dateistrukturen mit Metadaten und Bezeichnungen, die sehr technisch sind und möglicherweise da die Nutzung einfach auch verhindern. Der Reflex von uns Wissenschaftlerinnen und auch Infrastrukturbetreibern ist dann einen sogenannten Data Cube oder einen Datenwürfel aufzusetzen. Der gibt es schon als Konzept schon recht lange, auch in anderen Domänen, ist jetzt in den letzten 5 Jahren in der Erdbeobachtung sehr, sehr häufig eingesetzt worden in verschiedenen geografischen Skalen, sage ich mal, auch für verschiedene Daten. Grundsätzlich ist die Idee, dass ich die Daten organisiere, wie sie abgefragt werden und nicht, wie sie aufgenommen werden. Also der Satellit, der nimmt ein Bild auf, das ist so, das kann der auch nicht anders machen. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen auch das heißt, tatsächlich als Bilder abspeichern muss. Wenn ich ein anderes Zugriffsmuster habe, kann ich die Daten auch anders abspeichern. Hier habe ich ein Beispiel von unseren Nachbarn auf dem sogenannten Swiss Data Cube. Die haben auch
ein Data Cube, wo dann eben sehr schön gezeigt wird, wenn ich interessiert bin an einem zeitlichen Verlauf, dann habe ich am Ende eine Zeitreihe und keine Bilder, die hier rauskommen. Was diese Data Cubes oder die Datenwürfel alle im Endeffekt gemeinsam haben, ist, dass es verschiedene Zugriffsmethoden gibt, auf die ich die Daten zugreifen kann, ohne dass ich die runterladen muss. Ja, also die ganzen Petabytes und Terabytes an Daten, die verbleiben dort, wo sie sind, und ich greife auf die Daten zu und sende meine Prozessierungsanweisungen zu den Daten. Das erspart mir die 2 Wochen Datendownload oder noch länger, je nachdem, wie groß mein Untersuchungsgebiet ist. Das Ganze kann entweder funktionieren über eine API, also eine Programmierschnittstelle im Endeffekt, oder über eine Abfragesprache. Das heißt, die Datenwürfel werden mir zur Verfügung gestellt als Infrastruktur irgendwo in der Cloud. Da gibt es verschiedene, die das machen. Und ich logge mich da ein und arbeite dann quasi in der Cloud oder direkt im Webbrowser mit den Daten. Was ich dann im Idealfall auch noch bekomme, ist, dass die Daten in irgendeiner Form analysefertig aufbereitet sind, also dass ich da viele Kalibrierungsschritte zum Beispiel nicht mehr machen muss, sondern dass das für mich gemacht worden ist. Was ist das Hauptproblem, warum wir trotzdem noch daran forschen, ist, dass trotzdem noch die Kenntnisse von der Erdbeobachtung also erforderlich sind und in den allermeisten Fällen auch noch Programmierkenntnisse erforderlich sind. Und das Ganze wollen wir eben überwinden mit unserer Idee von einem semantischen Data Cube. Also was ist ein semantischer Data Cube? Das ist die Entwicklung hier am ZGIS. Da haben wir eine automatische Vorprozessierung der Daten, das nennen wir semantische Anreicherung. Da werden wir die optischen Satellitendaten, im Endeffekt die Reflektanzwerte, die Nummern im Endeffekt, die der Satellit aufnimmt, in spektrale Kategorien überführt, die tatsächlich auch schon eine semantische Bedeutung haben. Das können zum Beispiel vegetationsähnliche Kategorien sein oder Kategorien, die darauf hindeuten, dass es Wasser ist. Wichtig ist, es ist noch keine Land Cover, also es ist noch keine Klasse, die mir direkt angibt, was ist da, zum Beispiel Wald, ja, sondern es gibt nur im Endeffekt die Farbe, also das, was der Satellit tatsächlich auch aufnehmen kann. Das Ganze speichern wir in dem Datenwürfel ab. Der ist eine multidimensionale Datenstruktur im Endeffekt, der skalierbar ist und wo ich in alle Dimensionen dann meine Abfragen machen kann. Und was wir dann zusätzlich noch haben, ist eine webbasierte, was wir nennen Inference Engine. Das heißt, wir können räumlich-zeitliche Abfragen in beliebigen Untersuchungsgebieten in Österreich auf einem semantischen Level machen. Und wir brauchen dafür keine Programmierkenntnisse und Kenntnisse zu irgendwelchen technischen Details von den Daten. Die semantische Anreicherung bei uns funktioniert mit einem Software oder mit einem Algorithmus, das heißt Satellite Image Automated Mapper. Das ist ein Multispectral Color Naming. Das heißt, es hat als Ergebnis eine spektrale Kategorien, die eben andeuten, was in diesem Pixel oder was dieses Pixel beinhalten könnte. Das Ganze muss man zusätzlich noch anreichern, um mehr Informationen abzuleiten. Aber das Wichtige hier ist, dass es vollautomatisch funktioniert und es ist nicht auf ein Machine Learning basierendes Verfahren, sondern auf einem physikalischen Modell. Das heißt, hier ist auch keine Blackbox, sondern das ist einfach im Endeffekt nachvollziehbar, was da passiert. Zusammenfassend, eine semantische Datenwürfel bei uns ist also ein Erdbeobachtungsdatenwürfel, der für jede Beobachtung auch noch zusätzlich eine nominale Interpretation, also eine Kategorie abspeichert, die man zusammen abfragen kann. Das heißt, ich habe nicht die kompliziert zu bedienenden Reflektanzwerte, sondern ich habe direkt spektrale Kategorien, mit denen ich als Benutzerin, Benutzer da arbeiten kann. Das Ganze funktioniert bei uns im System mit semantischen Abfragen. Das sind im Endeffekt entweder Analysen oder Abfragen im semantischen Datenwürfel.
der ich, weil man sich das immer so als drei- oder mehrdimensionale Struktur vorstellt, indem ich verschiedene, also eine Kette an Anweisungen geben kann und dann anschließend aus dem Datenwürfel mein Ergebnis zu bekommen. Das kann wieder ein Würfel sein, das kann eine Zeitreihe sein oder eine Karte zum Beispiel. Das Ganze funktioniert im Webbrowser, das heißt, das ist keine Software nötig, die man installieren muss. Man kann das ohne Programmieren sich in so einem grafischen Tool zusammenstecken und es funktioniert komplett regelbasiert. Das heißt, auch hier ist im Endeffekt dann keine Blackbox, wo man dann nicht mehr weiß, was da eigentlich passiert ist. Das Ganze funktioniert für unterschiedliche Anwendungen. Also wir haben diese semantische Abfragesprache mit Absicht generisch also erstellt, entwickelt, dass wir da jetzt nicht eine einzelne Anwendung bedienen können, sondern eine ganze Reihe an Anwendungen, die wir auch tatsächlich zu der Zeit auch noch gar nicht kennen. Also da sind wir auch gerne an Ideen und potenziell Zusammenarbeit interessiert. Im Hintergrund, das ist die eine Slide, für die ich normalerweise eine halbe Stunde brauche. Deswegen habe ich jetzt nur die Hauptanteile hier, fasse ich die zusammen. Also wir haben die semantische Anreicherung, die funktioniert weltweit, ohne Samples, ohne Training durch dieses physikalische Modell. Damit füttern wir unseren Data Cube, den nennen wir auch Fact-Based. Das kommt einfach aus der künstlichen Intelligenz. Das Ganze ist Docker-basiert, also läuft auf einer Cloud-Infrastruktur, ist damit skalierbar. Und die Userinnen und User von unserem System, die erstellen semantische Modelle, beziehungsweise können auf semantische Modelle in der Knowledge Base zugreifen und darauf die Abfragen machen. Der Begriff Knowledge Base ist auch ein Begriff aus der künstlichen Intelligenz. Also es gibt die Fact Base, das sind die Fakten, und die Knowledge Base, das sind die Regeln drin. Und wenn man das zusammenbringt, dann entsteht neue Information, also sehr vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, und die Abfragen in unserem, das was hier gelb erscheint, das sind die Abfragen, und da können wir verschiedene Anwendungen und verschiedene Use Cases damit bedienen, die im Endeffekt einfach auf dem Data Cube drauf sitzen und die dann auch damit automatisch skalierbar sind. Also man erstellt seine Abfrage und kann die dann über eine API dann zum Beispiel skalieren. So sieht das aus. Ein Beispiel auf der rechten Seite unter Punkt Nummer 4. Das ist ein recht einfaches semantisches Modell in dieser grafischen Oberfläche, in der grafischen Abfragesprache, wie man sich das da zusammensteckt. Als Ergebnis könnte dann, wie hier unten, also entweder eine Karte sein, das sind jetzt die Seen im Salzkammergut, die da aus dem Datenwürfel extrahiert sind. Aus dem gleichen Datenwürfel ist auch die kleine Zeitreihe extrahiert worden mit einem anderen semantischen Modell, das hier die Vegetation zeigt. Und man sieht hier im Januar 2017 ist die Vegetation bis auf sehr kleine Variationen verschwunden. Das heißt, da ist offensichtlich irgendwas gebaut worden. Wir haben da in dem Data Cube alle Daten von Österreich vorgehalten, semantisch angereichert, und die sind damit, also sämtliche zwischen fast 12.000 Sentinel-2-Bilder und 20 Terabyte an Daten abfragbar. Ich gucke da bei uns auf unser Dashboard, da sehe ich auch, dass da inzwischen auch über 10.000 Abfragen gegen den Data Cube von verschiedenen Userinnen und User hier gemacht worden sind. Das ist ein Beispiel, also das, wie das jetzt verwendbar ist, als Idee sozusagen, ein Ergebnis von einer Karte von ganz Österreich. Hier sieht man, wie grün Österreich ist. Ja, ich habe das ein bisschen plakativ genannt. Also hier sieht man die Vegetationsbeobachtungen den Sommer 2020 aufsummiert durch die Zeit quasi. Und man sieht, je heller die Farbe, desto mehr Vegetation. Offensichtlich sieht man die Flüsse. Man sieht auch die Gebirgsregionen oder die Gletscher, die hier natürlich keine Vegetation haben, aber auch die Stadtbereiche. Das Ganze ist erstellt worden, im Endeffekt ohne eine einzige Zeile zu programmieren. Das Modell dazu sehen Sie hier auf der rechten Seite, in dem die semantischen Konzepte definiert werden,
also als Vegetation in dem Fall, und dann hier über die Zeit, wie man sagt, reduziert, also in dem Fall die gezählt und in Prozent reduziert worden ist. Hier ist auch automatisch, beziehungsweise haben wir das so modelliert, die Wolken sind exkludiert, das heißt, die Wolken sind nicht in die Analyse mit eingegangen. Das heißt, ich habe hier die Wolkenproblematik auch gleichzeitig hier als User, in dem Fall war ich das, habe ich die rausgefiltert und muss mich darum nicht kümmern. Das kann ich mit anderen Konzepten auch machen. Ich könnte damit auch mit Wasser oder mit anderen semantischen Konzepten arbeiten. Hier sehen wir eine Abfrage. Martin, du bist eigentlich schon am Ende deiner Zeit. Also okay, noch das, okay. Ganz kurz. Ich zeige nur noch das Bild, das ist die letzte Folie, sollte dann auch direkt in die Überleitung dann später in das Webinar gehen. So sieht das User Interface aus. Das ist das Beispiel, das ich hier berechnet habe, indem man eben die gleiche Abfrage in Wien sieht mit der Vegetation in Wien. Damit bin ich jetzt hier fertig und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin auch schon sehr gespannt darauf, was du im Workshop präsentieren wirst. Danke für die gekürzte Vorstellung von Center-Cube. Das war sicher eine Herausforderung. Ich habe gesehen, es hat schon einige Fragen gegeben. Einige sind auch schon beantwortet worden. Und für die letzten übergebe ich wieder an meine Kollegin Lisa. Ja, genau, danke. Wie gesagt, es hat sich einiges getan im Frage- und Antwort-Tool. Ich habe gesehen, es sind auch schon einige Fragen von unseren Vortragenden beantwortet worden. Ein paar Fragen sind noch offen. Wenn Sie jetzt doch noch Fragen haben, können Sie sie auch gerne noch stellen. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Dann beginne ich hier mal die erste Frage von Valentin. Ich glaube, die hat sich an den Christian Fuchs gerichtet. Christian, bist du da? Bist du bei uns? Ich glaube, der hat nämlich auch leider... Ja, ja, doch, ich bin schon da. Sehr gut. Dann stelle ich dir diese Frage mal. Auf welcher Basis wurden die Prognosemodelle entworfen? Das hängt ja sehr stark von der Treibhausgaskonzentration ab, beziehungsweise wie die sich verändert. Kannst du uns da vielleicht... Ich bin mir nicht ganz sicher, welche Slide das diese Frage wirklich betroffen hat. Welches Prognosemodell da genau gemeint? Oder ist das nicht, war das jetzt sogar eine Frage an den Climate Change Service? Weil da, die haben ja Prognosemodelle, wo das in die Zukunft prognostiziert wird, wie sich Dürren entwickeln oder die Bodentemperatur und solche Dinge. Genau, der Valentin hat auch gerade präzisiert, er meinte den zweiten Vortrag. Der Edward ist jetzt leider nicht mehr unter uns. Ich glaube, den haben wir verloren. Da hat es vielleicht technische Probleme gegeben. Aber also ich kann es eigentlich nicht beantworten, aber ich gehe einfach davon aus, dass man halt einfach eine CO2-Konzentration annimmt und das damit halt einfach vorausberechnet. Vielleicht, ich glaube sogar, mich an Prognosen zu erinnern, wo es dann eben drei verschiedene Varianten gibt, die prognostiziert werden, je nachdem, wie sich eben die CO2-Konzentration entwickeln wird. Mhm. Also ich glaube, das aber es stimmt natürlich, davon hängt es stark ab und das muss man halt als eine Annahme halt irgendwie eingeben in diese Modelle. Ich habe gerade gesehen, dass Edward wieder unter uns ist. Edward, kannst du uns hören? Kannst du die question? Okay, so there was a question about which basis you used for your models, because they depend on the concentration of, can someone help me, Treibhausgas? They depend on the concentration of the gases in the environment, and you don't know them, so. Greenhouse gases, thank you. which model are you talking about? The Euro 5 model or the... Maybe the person who asked this question can say which model they meant. Oh, yeah, thank you. Yeah.
I meant the various models, like the drought prediction model, or yeah, all the models. Like what, which assumption you use to do this? I can't really give an answer to that. I mean, we're basically a portal to lots of other people's models. So depending on the model that you're referring to, they would use different assumptions. My experience is that if you're looking at greenhouse gases, it'll go into the sort of the CAMS model. And they will use some observations to sort of tie what the model's doing to some reality. But the climate models, they, because of the nature of them, they tend to generate their own greenhouse gas estimates. And then you can do some sort of comparisons to reality to make sure you're doing the right thing. But yeah, generally they create the atmosphere themselves by doing transient runs. But that's not my field. My field really is giving this data to other people. And each one of these models has its own very unique way of doing these things. So you'd have to, we will have documentation on all these things on our website if you want to go and read further. But that's my answer, I'm afraid. Yeah, thank you very much. That's perfect. I just assumed that, like Christian Fuchs mentioned, that probably there are more models, like they use various models to predict like drought periods and stuff like that, because it always depends on the greenhouse gas concentration, and yeah, probably they use more models. But thank you very much. Thanks. And then there is one more question left. So this one is, okay, jetzt kann ich wieder auf Deutsch reden. Das ist eine Frage, die sich an den Christian Fuchs richtet, weil da ging es eine Anschlussfrage an das Projekt über die Humusgehalte in der Erde. Sind diese Daten schon verfügbar, beziehungsweise gibt es dazu Literatur? Ja, also das kann ich ad hoc nicht beantworten. Da würde ich vorschlagen, dass wir einfach den Kontakt herstellen und dann schauen, wer, ich weiß jetzt gar nicht, wer dieses Projekt für die ESA ausgeführt hat mit dem Humusgehalt. Und da müssen wir dann einfach am besten zu diesen ausführenden Projektverantwortlichen den Kontakt herstellen. Sehr gut. Da geht's um diese eine Slide, die ich daher gezeigt habe, im Weinviertel den Humusgehalt, aber das müssen wir wirklich den Kontakt herstellen zu denen, die das gemacht haben, weil ich habe das nur in meinem Slide-Deck sozusagen drinnen, um ein paar konkrete Beispiele zu zeigen, aber mehr Details müssen wir im Nachgang herausfinden. Okay, danke vielmals. Wenn es sonst keine weiteren Fragen gibt, wie gesagt, es sind auch schon einige Fragen beantwortet worden in unserem Fragen- und Antwort-Tool, dann würde ich diesen ersten Teil von unserem Klima- und Copernicus-Workshop gerne beenden. Dann haben wir auch noch eine kurze Pause für alle jene Teilnehmerinnen, die beim zweiten Teil dabei sind. Es sollten alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Zwischenzeit, während dieses Webinar stattgefunden hat, auch nochmal ein E-Mail bekommen haben, wo der Zoom-Link für den zweiten Teil drinnen ist. Und sonst bleibt mir nur noch über, dass ich mich nochmal bei allen Vortragenden ganz herzlich bedanke. Also ich glaube, wir haben hier wirklich eine sehr tolle Übersicht heute bekommen, was mit Copernicus alles möglich ist, was man damit alles erforschen kann und welche Anwendungsmöglichkeiten es gibt. Und noch einmal auch aufrufen dazu an alle Zuschauer, Zuschauerinnen, wenn Sie Interesse haben, mit an Copernicus-Daten, mit Daten zu arbeiten, sprechen Sie sich bitte gerne mit einem von unseren Experten zusammen. Es sind alle sehr gerne bereit dazu, zusammenzuarbeiten, neue Projektideen zu verwirklichen und neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Entschuldigung, Lisa, wenn ich da kurz noch einmal einhaken darf. Gerne. ja, ich möchte mich auch noch einmal bei allen Beteiligten, auch bei allen
interessierten Teilnehmerinnen herzlich bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben heute und das auch noch einmal wiederholen. Also wir sind wirklich jederzeit bereit, Frage und Antwort zu stehen. Und wenn wir es nicht gleich beantworten können, dann zu schauen, welche Experten das Thema wirklich besser abdecken können. Ich habe das am Anfang vielleicht nicht so im Detail erwähnt. Ich meine, es ist ja auch eine von meinen Aufgaben, den User-Uptake, wie wir das nennen, von Copernicus zu fördern. Das System ist sozusagen mehrere Jahre lang von der ESA und der Europäischen Union und von vielen anderen entwickelt worden und funktioniert heute perfekt. Und jetzt geht es darum, die ganzen Daten, die da wirklich tagtäglich kommen, wie man auch gesehen hat in den Präsentationen, sozusagen zu nutzen und den Mehrwert da herauszuholen für seine eigene Anwendung. Und darum, ja, bitte jederzeit an uns wenden. Und ich hoffe, die Kontaktdaten werden dann noch verteilt an alle Teilnehmerinnen. Wir haben auch jetzt gerade noch einmal in den Chat unsere E-Mail-Adresse geschrieben, wo Sie uns erreichen können, falls Sie noch weitere Informationen zu den Experten, Expertinnen haben wollen. Gut, dann, wie gesagt, vielen herzlichen Dank an alle Vortragenden, herzlichen Dank an alle fürs Kommen, fürs Fragestellen. Und wir werden jetzt auch gleich weitergehen in unseren zweiten Zoom-Link. Das ist dann kein Webinar, sondern ein normales Zoom-Meeting. Aber Sie können ruhig noch ein paar Minuten Pause machen und wir beginnen dann in 5 Minuten, würde ich vorschlagen.